ja auch um Skalierung. Das, jawohl, ja, das stimmt. Ansonsten würde ich jetzt eben die Themen so nach und nach einplanen, das heißt, da wären wir bis zum Sommer schon mal gut beschäftigt. Ja, ansonsten darf ich Kenny sehr herzlich begrüßen, der Hallo. Den weiten Weg von Regensburg bis hierher zu uns nach Ulm gemacht hat, um ein bisschen über das Thema Threading im .NET-Kontext zu sprechen. Scheint ein spannendes Thema zu sein, das du dort ausgesucht hast, zumindest gibt es großes Interesse. Freut mich sehr, also so viele Leute hat man auch schon lange nicht mehr. Ja, insofern bin ich auch gespannt, was du uns alles anzubieten hast. Der Abstract hat sich auf jeden Fall sehr spannend gelesen. Deswegen habe ich auch gesagt, den Vortrag brauchen wir unbedingt. Das Alternativthema war dann gleich hinten auf der Liste. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ja. Gut. Vorstellen tust du dich am besten selber. Das klar, mache ich. Dann übergebe ich direkt an dich und halte dich nicht länger auf. Gut. Ja, dann herzlich willkommen zur .NET Developer Group Ulm. Wir sind ja eine User Group in Regensburg. Jetzt muss man aufpassen, dass man ja nicht die falschen Worte verwendet. Ne? Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Ulm bei euch sein darf. Und es ist Wahnsinn, dass so viele Leute sich anscheinend für Threading interessieren. Also, wow, der Ansturm in Regensburg war nicht annähernd so groß. Also wir waren vielleicht 15 Leute und es ist ja jetzt eher doch so ein Thema, was man eher behandeln muss, als dass es richtig spannend ist im Arbeitsalltag. Aber ich hoffe mal, dass ich meinen Vortrag so aufbereiten konnte, dass der trotzdem ein bisschen lustig rüberkommt, auch wenn man einige harte Themen anspricht. Aber ich meine, dass man, wenn man die begriffen hat, auch einen richtig guten Durchblick hat, wie man seine Applikation, seine Multithreading-Applikation strukturieren kann. Was schauen wir uns heute an? Wir fangen in Medias Res an mit den ganz einfachen Themen. Was ist eigentlich ein Thread? Was ist genau Hardware? Und was genau ist der Threadpool? Also wirklich ganz am Anfang, wo vielleicht auch der Einsteiger anfangen würde. Dann gehen wir weiter über die Task Parallel Library, also Tasks an sich, und warum asynchrone Programmierung, in Klammern Async Await, eigentlich so wichtig ist und warum man das machen sollte. Dann ganz am Ende schauen wir uns noch an, das ist ein schon sehr fortgeschrittenes Thema, wie kann ich eigentlich meine Multithreading-Applikation gegen Data Races schützen, ohne dass ich das Lock-Statement oder Monitor-Enter und Monitor-Exit in .NET verwende. Und der Fachbegriff dazu heißt einfach nicht blockierende Synchronisierung und wir schauen uns dann dazu auch nochmal eine Datenstruktur und einen Algorithmus an, wie man das dann im tatsächlichen Leben einsetzt. Ich habe nämlich im Dezember und ich glaube Ende November den Spaß gehabt, dass ich mal ein lockfreies Dictionary implementiere. Also ein Dictionary, das man von mehreren Threads aus ansprechen kann, ohne dass man Logs einsetzen muss und es hat intern aber auch keine Logs verwendet. Genau. Und da schauen wir uns mal an, wie das ungefähr funktioniert, damit man da ein grobes Gefühl bekommt, wie sowas aufgebaut ist, so ein nicht blockierender Synchronisierungsalgorithmus. Und wir schauen dann auch mal an, wie das Concurrent Dictionary, das euch vielleicht bekannt ist aus der .NET-Entwicklung, wie das im Gegenzug funktioniert und wie die Performance gegeneinander so läuft. So, und wenn ich euch dann noch nicht erschlagen habe, was ich doch sehr hoffe, dann kommen natürlich eure Fragen, eure Wünsche, das, was ihr gerne von mir wissen wollt. Möchte jemand in diesem Raum explizit gesiezt werden? Bitte die Hand heben. Keiner, sehr gut. Ich will auch nicht gesiezt werden, ich bin der Kenny und ich werde euch mit Du ansprechen und ich hoffe, ihr sprecht mich auch mit Du an. Ich finde, dieses Du ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation und das ist einfach keine Barriere dazwischen wie beim Sie. Also, wenn ihr Fragen habt, ruft dazwischen. Und wenn Frage ist, einfach die Hand heben, wenn ihr mich ausbuhen wollt, dann buht mich aus. Wenn ihr sagt, Wahnsinn, ist der Typ gut, dann dürft ihr jubeln. Zwischenrufe sind erlaubt. Ansonsten noch vielleicht zu mir kurz zwei, drei Worte. Ich bin Doktorand der Medieninformatik an der Universität Regensburg und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der OTH Regensburg. Das ist alles auf einem Campus dort und deswegen haben wir da sogenannte Fühlungsvorteile zwischen den unterschiedlichen Einrichtungen. Was mache ich dort? Ich untersuche eigentlich Usability und User Interface Design Konzepte für mobile Medizinapplikationen. Also da geht es darum, Patientendaten schnell im Einsatz, also
beim Patienten vor Ort oder beim Abtransport zu aufzuzeichnen, und das evaluiere ich gegen Stift und Papier, was ist schneller, Tablet, PC oder das alte Eingabeformular. Ansonsten bin ich auch noch nebenberuflich tätig bei der Wirtnet in München. Da bin ich als Full-Stack-Softwareentwickler für eine Portallösung für Cloud-Hosting im Einsatz. Und ich bin natürlich auch noch einer der Organisatoren der .NET User Group Regensburg. Falls ihr euch den langen Weg mal antun wollt, dürft ihr natürlich gerne bei uns vorbeischauen. Ich habe einen Blog, der leider gerade etwas unterrepräsentiert ist. Ich arbeite im Hintergrund noch an ein bisschen was Größeren, und wenn ich das fertig habe, werde ich auch wieder regelmäßiger darüber bloggen, weil dann habe ich auch einiges zu berichten. Aber hier kommen nur sporadisch Posts. Ihr könnt mich bei Twitter abonnieren unter @fiox. Bitte die 2 nicht vergessen. Auf meiner Homepage nachschauen, warum da die 2 ist. Und ich habe auch einen YouTube-Channel. Ich habe nämlich mal 2 Jahre eine Vorlesung gehalten, objektorientiertes Programmieren, und da habe ich mich entschlossen, dass ich ähnlich wie bei Pluralsight meine Vorlesung einfach mit aufzeichne, damit man sozusagen asynchron lernen kann. Da bin ich nämlich sehr schwerer Freund von, weil da kann man nämlich das Video anhalten und gegebenenfalls Passagen nochmal anschauen und so weiter. Aber das wäre mein YouTube-Channel. So viel zu mir. Ansonsten fangen wir an. Der rote Faden. Gleich mal die Frage in die Runde. Warum glaubt ihr, dass Threads überhaupt mal erdacht worden? Warum haben sich irgendwann Entwickler gedacht, wir brauchen Threads? Hat da jemand eine Idee von euch? Alles hat zu langsam funktioniert. Es hat zu langsam funktioniert, okay. Wann meinst du denn, sind Threads entstanden? In etwa. Hast du da eine Idee? Das war schon eine Idee. Das ist, eigentlich, man muss immer Threads verwenden. Wenn man konstruiert Manager für Datenbank, denn es geht schneller, wir blockieren keine anderen Vorgänge. Okay. Das ist allgemein. Okay, hier ist noch eine Meldung. Damit alles synchron funktioniert, also, es gibt mehrere Prozessorkerne, jeder Computer, und man sollte sie auch verwenden. Dann halte ich da kurz dagegen. Threads wurden erfunden, da hatten wir noch gar keine Mehrkernsysteme. Klar. Aber sowieso, es gibt Fälle, da wo parallele Ausführung effizient ist. Das ist richtig. Synchrone. Genau, also da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir mehrere Cores haben, können wir über Threads Berechnungen auf mehrere Cores verteilen. Das ist richtig. Aber du hast doch eine Idee? Ja, ich glaube, der Hauptgrund war zum Beispiel jetzt bei Apps, dass ich jetzt dieses Gefühl habe, wenn ich irgendwo drauf tippe, dass ich die neue Seite kriege, obwohl dahinter noch eigentlich gar nichts, noch nicht wirklich alles geladen hat. So, das heißt, ich kriege schon mein neues Bild. Der User hat das Gefühl, okay, da funktioniert was, und im Hintergrund wird alles der Rest geladen. Okay, das ist auch richtig, hat aber auch wieder damit zu tun, dass wir, naja, das geht auch auf Single-Core-Systemen, da hast du recht. Aber im Prinzip war das nicht der Ursprungsgedanke, warum Threads gebildet wurden. Also da wo wir sicherlich früher denken, unsere alten Software, man hat auf dem Computer berechnet irgendwas, dann war das Programm mal gestanden. So ungefähr die Sanduhr war. Und man musste erst mal warten, bis dieser Prozess wieder beendet war, bis man Programm wieder sich eine Reaktion zeigt hat. Die Diskussion geht. Ja, wenn ich zu Hause Waschmaschine einschalte, dann muss ich nicht warten, bis die Waschmaschine fertig ist. Da kann ich nachher Spülmaschine einschalten, da kann ich noch etwas anderes machen. Und die Waschmaschine läuft, sage ich so parallel, das ist etwas Ähnliches wie Threads. Ja. Genau. Ja, ich warte immer. ihr habt alle recht. Also ich muss 2 Sachen machen. Ihr habt alle recht. Und ihr betrachtet das vor allen Dingen aus einem gewissen Performance-Ansatz. Ihr sagt quasi, wenn ich mehr Threads habe, also wenn ich meine Tasks oder meine Aufgaben, die ich habe, auf mehrere Threads verteile, kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Single-Core-System habe, den User eine gewisse Parallelität vorspielen, indem ich quasi sage, ich wechsle die Threads ganz schnell ab. Der typische Context-Switch, von dem ihr sicher schon mal gehört habt. Und dadurch gaukel ich den User quasi vor, dass die Sachen eigentlich parallel ablaufen, obwohl der Kern sozusagen einfach Threads hintereinander ausführt, und für den User schaut es bloß so aus, als würden diese Stränge tatsächlich parallel ablaufen. Und ihr hattet auch recht,
Wenn ich mehr Kernsysteme habe, kann ich da über Threads mehrere Berechnungen auf diesen Kernen machen. Aber der Grund, warum Threads überhaupt mal erzeugt wurden, ist eigentlich ein ganz anderer. Ein Thread ist erstmal eine Abstraktion über CPU und RAM. Und was heißt das? Wir hatten mal, wenn wir 40, 45 Jahre zurückgehen, da hatten wir teilweise Betriebssysteme, die hatten kein Threading implementiert. Die liefen quasi als Single-Threaded-Betriebssystem und man konnte auch bloß immer eine Applikation gleichzeitig ausführen. Das waren typischerweise eben Kommandozeilen-Applikationen oder Kommandozeilen-Betriebssysteme, die quasi ein Terminal hatten. Das Problem war jetzt hier, hat jetzt eine Applikation einen Fehler geworfen und ist dadurch abgestürzt, dann habe ich gegebenenfalls auch natürlich den Status in anderen Applikationen verloren. Und wenn ich bloß einen Ausführungspfad habe, dann heißt es natürlich, dass ich wahrscheinlich mein Betriebssystem neu starten muss, wenn irgendwie ein Programm hängt in einer Endlosschleife, weil nicht richtig programmiert, oder wenn es abstürzt, dann wie fange ich das ab? Das könnte man sich vielleicht noch eher vorstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das OS neu starten muss und dadurch Daten verliere, vielleicht in anderen Programmen, die gerade nicht aktiv waren, die ist sehr hoch. Und der Thread wurde dazu eigentlich eingeführt, dass er genau solche Fälle abfängt. Nämlich, dass wir mehr Reliability in unsere Betriebssysteme bekommen. Dass wir auf einmal Prozesse haben können, die in einem abgeschotteten Bereich des Memories laufen und die sich quasi selbst Threads erzeugen können, aber die nicht mit anderen Threads von anderen Prozessen interagieren können. Also ein Thread ist eigentlich erstmal eine Maßnahme, um die Reliability zu erhöhen. Und ein Thread hat einen nicht zu unterschätzenden Overhead. Wenn wir auf einem Single-Core-System laufen, dann bedeuten Threads, wenn ich die einsetze, erstmal, dass die ganze Sache im Gesamten von der Performance her langsamer wird. Das ist vielleicht aus Usability-Sicht, wenn der Nutzer drauf guckt und es läuft irgendwie alles parallel ab, ist das okay, aber wenn ich das Ganze einzeln laufen lassen würde, wären wir deutlich schneller als die Variante, in der ich Threads einsetze. Und dann kommen wir doch gleich mal zu diesem Overhead. Was macht ein Thread im Speicher, wenn ich ihn alloziere? Das erste, was wir mal bekommen, wenn ich New Thread aufrufe, ist, dass ich in 32-Bit-Prozessen einen 1 Megabyte großen User-Stack bekomme und in 64-Bit-Prozessen bekomme ich einen 4 Megabyte großen User-Stack. Was kommt da drauf? Die Methodeninformationen, die wir quasi auf diesen Thread ausführen. Also da kommt sowas drauf wie Rücksprungadressen, Parameter, Variablen. Also das ist euch sicher bekannt, aus dem, wenn ihr euch den Memory anschaut, dass jeder Thread einen eigenen Stack hat und je nachdem, welche Methoden ich da aufrufe, die entsprechenden Informationen zu diesen Methoden landen auf diesem Stack. Genau, und wir haben ein sogenanntes Kernel-Object, das je nach Größe immer so 12 bis 14 Kilobyte hat. Also das landet einfach mal im Memory, wenn wir New Thread aufrufen. Wir haben auch in der Performance einen erheblichen Faktor, denn wenn wir Threads, also wenn das Betriebssystem Threading unterstützt, dann haben wir auf einmal Context-Switches. Das heißt, das Betriebssystem hat übliche oder muss mehr Threads verwalten, als es Cores gibt. Das heißt, das Betriebssystem muss irgendwann mal entscheiden, dieser Thread hört jetzt auf zu laufen und der nächste ist dran. Was passiert da eigentlich genau? Was er jetzt machen muss, ist, also ein Thread muss ja, wenn er wieder drankommt, einfach die Möglichkeit haben, dass er an genau der Stelle weitermacht, an der er gerade war. Das heißt aber, dass ich, wenn ich ihn jetzt stoppe, muss ich den kompletten Zustand der CPU-Register und alle möglichen Sachen, die noch zur CPU gehören, speichern. Und das landet im Kernel-Object, in diesem Kernel-Mode, was ich da oben bezeichnet habe. Das hätte ich eigentlich Kernel-Object nennen sollen. Dann habe ich für den Thread, der jetzt laufen soll, muss ich natürlich den alten Status laden. Das heißt, ich gehe an sein Kernel-Object und lade den kompletten Status wieder in die CPU-Register rein und alles, was dazugehört. Dann lasse ich den neuen Thread für ein Quantum laufen, was üblicherweise circa 15 Millisekunden sind. Und wenn das passiert, also wenn er da fertig ist, dann ist der neue Thread der alte Thread und er sucht sich wieder einen neuen Thread aus, üblicherweise zum Beispiel über ein Round-Robin-Verfahren. Und das wird jedes Mal gemacht. Und das ist natürlich, kann sich jeder vorstellen, auch eine gewisse Art von Overhead, die erstmal durch Threading kommt. Dann haben wir natürlich noch sowas wie Cache-Misses.
jedem von euch ist sicher bekannt, dass wir CPUs haben. Die haben Level 1, Level 2, Level 3 Caches. Und wenn jetzt ein neuer Thread gerade anfängt zu laufen, dann haben wir in den wenigsten Fällen genau die Daten, also die quasi der alte Thread benutzt hat, das sind im wenigsten Fall genau die Daten, die der neue Thread auch braucht. Das heißt, bevor der neue Thread mit optimaler Performance laufen kann, muss der erstmal die CPU-Caches wieder mit den Daten, die er tatsächlich braucht, befüllen. Und das ist eben auch wieder ein kleines Stückchen Zeit am Anfang, wenn der Thread anfängt zu laufen, in der er auch noch nicht seine maximale Performance hat. Etwas, was ich bis vor kurzem auch noch überhaupt nicht gewusst habe, ist Folgendes. Wenn ich New Thread aufrufe, werden alle meine Assemblies, die ich in meinem Projekt referenziert habe, benachrichtigt. Hey, es ist ein neuer Thread da. Das wird vor allen Dingen in Low-Level-Funktionalität, die man vielleicht in C oder C++ genutzt, weil in genau diesen Benachrichtigungsaufrufen kann ich nämlich Thread-spezifische Ressourcen allokieren. Und das wird quasi für jede Assembly gemacht, die ich referenziert habe, und wenn der Thread stirbt, üblicherweise wenn die letzte Methode eben aufhört, auf ihm zu existieren, dann wird natürlich auch nochmal jede Assembly benachrichtigt, hey, der Thread lebt nicht mehr, bitte deallokiere deinen nativen Speicher, üblicherweise der dazugehört. Also auch wieder ein kleines bisschen Overhead, ist jetzt aber nicht so wichtig zu wissen. Also das Wichtige ist eigentlich, dass man mal ein Gefühl hat dafür, wie viel so ein Thread in den Speicher reinbrät und wie groß so ein Kontext, oder dass es Kontext-Switching gibt. Genau, und bevor ich jetzt hier bloß Folien zeige, machen wir doch einfach mal eine kurze Live-Demo, in der wir uns das Ganze direkt anschauen. Was haben wir hier? Ich habe hier ein ganz einfaches .NET-Konsolenprogramm, so wie ihr das erste, was ihr erstellt habt, und ich mache da auch überhaupt nichts Wildes. Ich erzeuge mir hier bloß eine Variable, in der ich festhalte, wie viele Threads ich erstelle, und dann laufe ich im Wesentlichen in eine Endlosschleife rein, und bei jedem Schleifendurchlauf erzeuge ich einen neuen Thread. Und dann ist es mal interessant, was dieses Wait Until Event Signals, was diese Methode hier eigentlich genau macht. Was passiert hier? Der Thread läuft in diese Methode rein und hängt sich dann an so ein Manual Reset Event. Ich denke mal, jeder von euch weiß, was ein Manual Reset Event ist. Das ist einfach eine Synchronisierungsprimitive. Wenn ich auf der Set aufrufe, dann läuft der Thread hier weiter. Solange dieses Set aber nicht kommt, schläft der Thread. Und was ich damit bewerkstellige, ist eigentlich, dass ich quasi den Thread am Leben halte. Also ich gehe sofort mit dem Thread in diese Methode und er legt sich schlafen. Und erst sobald ich Set aufrufe auf diesem Event, laufen die Threads weiter, die Methode endet sofort und damit wird auch der Thread dann wieder deallokiert, weil die Methode vorbei ist. Genau. So, und wann setze ich dieses Set? Erst wenn ich eine Out-of-Memory-Exception bekomme. Das heißt, was ich hier im Wesentlichen mache, ist einfach pro Schleifendurchlauf mal einen Thread allokieren und dann starte ich den Thread und dann zeige ich mir auf der Konsole auch noch an, wie viel Threads ich gerade habe und wie viel Memory ich jetzt für diesen Prozess hier allokiert habe. Also das mache ich über Process Get Current Process und dann gebe ich die Private Memory Size in Kilobytes aus. So, und dann schauen wir das Ganze doch mal direkt an, wenn wir hier ein bisschen reindebuggen. Bin ich schon dabei? Okay, jetzt. Okay. Das heißt, hier erzeuge ich meinen ersten Thread, starte ihn, der legt sich sofort schlafen, ich gebe aus, wie viel Prozessspeicher ich gerade habe. Und dann mache ich das beim zweiten und dann mache ich das noch 3, 4, 5 Mal. So, und dann schauen wir jetzt mal kurz auf die Konsole, was sich hier getan hat. Und wir sehen jetzt hier, dass wir am Anfang unseres Prozesses hatten wir circa 9000 Kilobyte in etwa allokierten Memory. Und dann gehe ich nach Thread 2 auf ungefähr 12 Kilobyte hoch, danach habe ich 12,5 Kilobyte, danach habe ich 12.900 Kilobyte, Entschuldigung, ich habe es gerade falsch ausgesprochen, und dann bin ich bei 13,3. Was verwundert euch hier? Verwundert euch hier irgendwas? Findet ihr da irgendwas komisch? Dass es nicht linear steigt? Bitte? Dass es nicht linear steigt?
Ja, das kann, also das muss man dazu sagen, ich schaue mir jetzt ja nicht bloß den Speicher an, den die Threads belegen, sondern den kompletten Prozessspeicher. Und da ganz am Anfang sollte man vielleicht mal als Outlier weglassen, weil die .NET Runtime wird selber vielleicht am Anfang Objekte erstellen, die sie dann relativ schnell wieder wegschmeißt. Das, also vielleicht ist da irgendwie, oder es sind anders ausgedrückt, es sind noch Objekte hinzugekommen, die die .NET Runtime vielleicht erst später initialisiert. Aber wenn man sich jetzt mal hier anschaut, wie es zwischen 2, 3, 4, 5 weitergeht, was euch da auffallen sollte, ist eigentlich, dass ich euch vorhin gesagt habe, dass da 1024 Kilobyte pro Thread, also ein Megabyte sozusagen, pro Thread allokiert wird auf dem User-Stack. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Irgendwie kriegen wir ja bloß 400 Kilobyte hier raus. Ja? Das ist seit .NET 4 so. Die haben sich nämlich, die .NET-Implementierer haben sich gedacht, komprimieren wir mal den Stack von Threads. Wenn der nicht komplett ausgenutzt wird, dann komprimieren wir den. Das heißt, das volle 1 Megabyte, was dem Thread eigentlich zur Verfügung steht in dem 32-Bit-Prozess, das landet gar nicht in der vollen Stärke im Speicher. Wir werden dann nochmal kurz auf .NET 3.5 zurückschalten und da werden wir nämlich sehen, dass wir genau dann deutlich mehr Speicher allokieren. Aber ich lasse jetzt mal dieses Programm einfach weiterlaufen. Damit das war jetzt ein 32-Bit. Das ist jetzt ein 32-Bit-Prozess. Ja. Das bedeutet, dass es reserviert ist, aber nicht allokiert. Ja? Ich habe das richtig verstanden. Genau, also es ist komprimiert. Mem Reserve, aber nicht Mem Allow. Okay. Ja, naja, das ist komprimiert. Also der, genau, also genau. Ja, es ist weniger Speicher allokiert. Genau, ja, richtig. So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie viel Threads eigentlich so ein Prozess verträgt. Und dann schauen wir uns das mal an. Wenn eine Reserve zu Ende geht, dann wird es stoppen. Also. Ja. So, wir sind hier jetzt out of memory bei, na, sagen wir mal, knapp 1500 war es. Ich lasse es vielleicht nochmal im Nicht-Debug-Modus nebenbei laufen. Aber das ist doch jetzt eigentlich schon mal eine gute Hausnummer, die wir hier haben. Dass wir ungefähr 1500 Threads erzeugen können und dann kriegen wir eine Out-of-Memory-Exception. Und wenn man sich dann hier nochmal anschaut, das sind ja nicht mal die, ich glaube 2 Gigabyte darf man als 32-Bit.NET-Prozess haben, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile erhöht wurde, aber ich glaube damals war es so, als ich angefangen habe zu programmieren. Und wir haben ja nicht, wir sind ja noch lange nicht bei diesen 2 Gigabyte. Wir sind jetzt vielleicht bei, ja, wo sind wir denn, bei 1, denn nicht mal. Wir sind bei 141 Megabyte, die wir allokiert haben. Was ich hier glaube, ist, dass der Kernel-Mode-Speicher uns ausgeht. Also wir haben so viele Threads allokiert und da sind ja auch Kernel-Objects dahinter, dass die sozusagen, dass unser Kernel-Mode-Speicher voll ist und wir deswegen diese Out-of-Memory-Exception bekommen, die wir hier unten sehen. Und erst dann sage ich quasi, okay, jetzt lasse ich die Threads los und dann mache ich den Speicher wieder frei. Aber das ist ungefähr so eine Hausnummer, die man im Kopf haben sollte. 1500 Threads und dem Prozess geht's gut. Ab 1507 hier zum Beispiel bricht unser Prozess ab. Okay. Dann schalten wir vielleicht nochmal ganz kurz. Aber das auf 32 Bit. Das ist in 32 Bit. Und wenn der Memory Speicherparameter ausgegeben werden, dann wird wahrscheinlich ganz andere Werte da gezeigt, im Gigabyte-Bereich, bis 4 Gigabyte oder so. Ich habe jetzt die genauen Werte nicht im Kopf, aber es sind nicht viel mehr Threads im 64-Bit-Modus. Weil der Kernel-Mode-Speicher meines Erachtens ausgeht. Also es ist nicht der User-Mode-Speicher, den wir sozusagen hauptsächlich sehen, sondern die betriebssysteminterne Speicher, der ja auch mit zum Prozess gehört. Und wenn der durch unsere Anzahl von Threads auch vollgemacht wird, dann kriegen wir eine Out-of-Memory-Exception. Aber wir schauen uns das nochmal kurz an, wie das in .NET 3.5 war. Wenn wir jetzt hier ein paar Threads erzeugen, dann sehen wir, dass wir hier einen deutlich höheren Speicherverbrauch haben am Anfang. Also wir sind hier bei 12 Kilobyte am Anfang und wir gehen dann auch mindestens immer 1 Megabyte nach oben, wenn wir einen neuen Thread erzeugen. Also ich nehme
an, das hat mit der Komprimierung des Stacks zu tun, der seit .NET 4 drin ist. Okay. Gut. Also, wir haben jetzt schon mal so einen groben Wert, 1500 Threads bei 32 Bit. Bei 64 Bit muss man halt mal nachmessen, aber ich meine, es war nicht viel mehr. Ich habe jetzt aber die genauen Zahlen nicht im Kopf. So, und wenn man dann sich die ersten 10 Minuten eines Threading-Experten-Vortrags anhört, dann hört man auch ganz am Anfang immer, Threading vielleicht vermeiden, weil der Overhead von Threads ist nicht zu vernachlässigen. Multithreading ist schwierig, weil der Compiler einen üblicherweise nicht darauf hinweist, dass man vielleicht gerade was falsch macht. Also man muss selber wissen, was man tut. Und die grundsätzliche Aussage so ganz am Anfang, wenn ich mir so ein paar Threading-Experten angehört habe, die auch ihre Vorträge im Internet zur Verfügung gestellt haben, ist, versuche möglichst häufig Threading einfach gar nicht in deinen Code einfließen zu lassen. Nur an bestimmten Stellen, wo du dieses Threading dann eben managst. Man muss eben als Entwickler genau wissen, welche Stellen sind das, wo kann ich gut angreifen, um ein ordentliches Multithreading in meine Applikation reinzubringen. Und was man gar nicht sagen sollte, ist, dass wir einfach nur Single-Threading machen, weil das, wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, dann sieht man, dass wo haben die Smartphone-Cores angefangen, bei 1-2 Kernen, jetzt sind wir mittlerweile bei 8. Wann kommen die ersten Smartphones mit 16 Kernen? Wenn ich an meine Desktop-CPU daheim denke, ich habe seit 5 Jahren die gleiche und die kann immer noch die besten Spiele aktuell mit in Ultra-Grafik abspielen. Also wir sind gerade in einem Zeitalter, wo sich die Taktfrequenz bei den CPU-Kernen nicht erhöht. Was wir als Entwickler aber kriegen, ist mehr Cores. Wir können damit einfach... Also wir können unsere Berechnungen verteilen auf diese Cores, aber wir kriegen keine höhere Taktrate. Und das wird sich auch in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht ändern, wenn nicht irgendeine neue Technologie kommt, die dann wieder die Frequenz anhebt. Aber ich kenne gerade keine, außer vielleicht Quantentechnologie, aber die ist auch bloß sehr punktuell sinnvoll einsetzbar. Also wir sollten wissen, wie wir gut mit Multithreading umgehen. Dann kommen wir zum nächsten Thema, dem Threadpool. Was ist der Threadpool? Der Threadpool ist ein Manager sozusagen, der uns Threads vorhält. Diese Threads sterben nicht, sondern da wird immer eine gewisse Funktionalität ausgeführt und die werden vom Threadpool auf Schlafen gelegt. Aber im Prinzip, wenn wir sagen, wir möchten jetzt funktional oder irgendeine Aufgabe nicht auf unserem jetzigen Thread ausführen, sondern auf einen Background-Thread, dann können wir, anstatt einen eigenen neuen Thread zu erzeugen, einfach dem Threadpool Bescheid sagen, führt es doch mal bitte auf einen Hintergrund-Thread aus. Und die Low-Level-API, die uns der Threadpool dazu zur Verfügung stellt, heißt threadpool.queueUserWorkItem. Damit kann ich einen Delegate, der auf die entsprechende Methode zeigt, in den Threadpool schieben und ihn dort ausführen lassen. Und das Witzige am Threadpool ist, der kennt, wie viel, also der weiß, auf welchem System er läuft und je nach Auslastung, die ich dem Threadpool jetzt übergebe, erhöht er dynamisch die Anzahl der Threads, die für meinen Workload eingesetzt wird. Das heißt, ich brauche mich eigentlich in der Beziehung gar nicht so um das Erstellen von Threads kümmern, sondern das macht der Threadpool für mich und ich muss ihn bloß sinnvoll einsetzen. Frage an euch, wie viele Threads sollte ich denn eigentlich in meinen Applikationen nutzen? Hat da jemand eine Idee? So viel wie es braucht. So wenig wie man kann. So wenig wie möglich. Also wir haben so viel wie es braucht, so wenig wie möglich. Kein Widerspruch. Ja, kann man das auch so sehen, das stimmt. Das ist weniger als 1500. Auf jeden Fall weniger als 1500 in einem 32-Bit-Prozess. Genauso viel haben wir schon uns erarbeitet, das ist richtig. Hat noch jemand eine andere Idee? Es wäre doch schön, wenn man sich darüber keine Gedanken machen müsste. Das ist richtig, aber zumindest sollte man das Grundprinzip verstehen, wie der Threadpool funktioniert. Und wie viele Threads sollte euer Prozess haben? Genauso viel, wie ihr Cores in eurem Zielsystem habt.
Also, der Punkt ist, wir haben ganz am Anfang erarbeitet, Threads sind erstmal Overhead. Ja, also wenn ich Threads einsetze und die werden gar nicht auf Cores verteilt, dann wird meine gesamte Applikation überhaupt erstmal langsamer. Wenn ich jetzt, wie zum Beispiel hier drin, einen Vierkernprozessor habe, der mit SMT läuft, also Simultaneous Multithreading, das heißt, das ist dieses Hyperthreading, heißt es bei Intel, und damit kann ich quasi einen Core mit zwei Threads gleichzeitig belegen. So, wenn ich das quasi habe, kann ich 8 Threads gleichzeitig laufen lassen, hier auf der Maschine jetzt. Oder wenn ich halt einen Server habe, wo 16 Cores drin sind, dann mache ich halt 16 Threads, die mein Zielsystem haben sollte. Genau, aber idealerweise eben ein Thread pro Core oder pro SMT-Core, je nachdem, was man da hat. Der Threadpool, wie gerade schon gesagt, der verwaltet das für euch. Also ihr müsst ihm einfach bloß Arbeit entgegenschmeißen. Er schaut sich quasi am Anfang an, hey, wie viele Cores habe ich denn jetzt eigentlich gerade zur Verfügung, und er stellt auch anhand daran und natürlich auch, wie viel Arbeit ihr ihm gebt, dann eben dynamisch die Threads, und ihr müsst euch nicht darum kümmern. So, das, ich denke mal, das weiß wahrscheinlich auch schon jeder von euch. Aber kann man denn dem Threadpool auch irgendwie so richtig zwischen die Beine springen? Oder anders ausgedrückt, wie bereite ich dem Threadpool Schmerzen? Und das schauen wir uns jetzt mal in einem weiteren Beispiel an. Okay. Schon wieder ein ganz simples Konsolenprogramm. Wir sehen hier in der Main-Methode, dass ich eine Instanz von ThreadPool-Performance erzeuge. Und dann rufe ich auf diesem Performance-Test-Objekt zweimal die Methode RunWorkIP und ThreadPool auf. Einmal mit SchutzThreadSleep und SchutzThreadSleep gleich False und einmal mit SchutzThreadSleep gleich True. Und dann schauen wir doch einfach mal rein, was diese Methode hier eigentlich genau macht. Was mache ich hier? Ich halte mir am Anfang überhaupt erstmal fest. Also ich initialisiere mir hier ein paar Felder, die in dieser Klasse sind. Die heißt Maximum Number of Threads und Number of Current Threads und Number of Items Processed. Die initialisiere ich alle auf 0, wie man hier sieht. Das sind eigentlich bloß so Felder, die ich benutze, um mir auszurechnen, wie viele Threads eigentlich gerade aktiv waren. Dazu komme ich gleich dazu. Und dann setze ich eben noch dieses SchutzThreadSleep, was ich über die Methode bekomme. So, und dann kommt der eigentliche Teil, der wichtige Teil. Hier erstelle ich mir jetzt eine neue Stopwatch oder ich starte die aktuelle Stopwatch und dann reihe ich mit dieser ThreadPool QUserWorkItem-Methode, die ich gerade auf den Slides hatte, reihe ich Perform Work on ThreadPool auf ein. Da komme ich gleich zu, was es ist. Aber im Prinzip hier eben, ich glaube, der Standardwert ist 500, genau. Also hier reihe ich 500 mal ein Work-Item in den ThreadPool ein, das der ThreadPool dann ausführt. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann schreibe ich hier noch raus, dass ich so viel eingereiht habe auf die Konsole und lege mich dann schlafen. Benutze hier auch wieder ein Reset-Event wie im vorherigen Beispiel, das ist hier oben definiert. Und dieses Reset-Event wird dann vom letzten Work-Item, das im Threadpool aktiv war, gesetzt, damit der Hauptthread dann wieder weiterläuft. Okay, schauen wir mal an, was diese Perform Work on Threadpool macht. Wenn ich in diese Methode reinkomme, dann erhöhe ich die Anzahl der aktuell aktiven Threads. Das mache ich hier über dieses Interlocked Increment. Ich komme später im Vortrag dazu, wie das genau intern funktioniert. Ihr müsst hier eigentlich bloß verstehen, dass wir hier die Anzahl der aktiven Threads um 1 erhöhen, weil ich habe ja sozusagen jetzt ein neues Work-Item angefangen. Und dann vergleiche ich nochmal, ob dieses um 1 erhöhte jetzt das Maximum ist und halte es gegebenenfalls fest. Also ich sage quasi, okay, hier, neues Work-Item gerade aktiv und dann erhöhe ich hier diesen Count. So, und dann kommt das eigentliche Wichtige. Dieses SchutzThreadSleep, wenn das false ist, dann führe ich dieses Stückchen Code hier aus. Und das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Schauen wir mal an, was diese Vorschleife genau macht. Ich fange an und hole mir mal den aktuellen Tick-Count. Wer vom Tick-Count noch nichts gehört hat, die CPU hat quasi einen Tick-Count und der zählt immer weiter hoch
und man kann sich zu beliebigen Zeiten der Ausführung einfach über Environment Tick Count diesen Counter holen. Und dann sage ich, ich zähle jetzt mal hier in diesem Fall 500 Einheiten dazu. Also wenn ich beim Tick Count 1500 war, würde ich hier jetzt quasi in Target Number of Ticks 2000 reinschreiben. Und dann laufe ich hier in der Schleifenbedingung einfach durch und sage, solange der aktuelle Tick Count kleiner diesen Target Tick Count ist, mach mal bitte hier ein No-Op. Ja, also der rennt quasi wie blöde durch diese Vorschleife durch, bis er diesen Ziel-Tick-Count von 2000 beispielsweise erreicht. Also, was wir hier erwarten würden, ist, dass die CPU-Last komplett ausschlägt, wenn wir in den Task-Manager reinschauen. Ja, also, das ist Fall 1. Wenn allerdings Should-Thread-Sleep gleich true ist, dann mache ich das, was wahrscheinlich jeder von euch kennt. Ich rufe mal Thread-Sleep auf. Hier jetzt vielleicht mit 500 Millisekunden in diesem Fall. So, und wenn das dann vorbei ist, dann mache ich das Umgedrehte wie am Anfang. Ich sage quasi, okay, ich bin jetzt vorbei mit meinem Work-Item. Ich dekrementiere wieder diese Number of Current Threads. Und sollte ich feststellen, dass ich das Letzte bin, dann sage ich diesem Reset-Event noch Set, damit der Hauptthread, der das Ganze mal initiiert hat, weitermachen kann. Okay, dann lassen wir das Ganze doch mal laufen und schauen in den Task Manager rein. Jetzt bin ich bloß. Task Manager. So, das müssen wir schon ausmachen. So, also wir sehen hier jetzt, wir haben jetzt 500 Items auf dem Threadpool eingereiht und wir sehen hier auch, das ist die nicht schlafende Variante, weil meine CPU ist total in der Auslastung, wie man hier sieht. Also ich würde jetzt sogar erwarten, dass die hier total am oberen Ende klebt. Tut sie aber anscheinend nicht. Interessant. Wahrscheinlich, weil ich nebenbei noch einen Screen Capture laufen lasse. Das könnte sein. Ach nee, wir sind ja jetzt mittlerweile fertig. Entschuldigung. Aber wir haben gesehen, die Auslastung ist sehr hoch gegangen. Und Entschuldigung, wir machen das Ganze nochmal. Der Test war jetzt irgendwie nicht so vorteilhaft. Also ich lasse das Ganze jetzt nochmal schnell starten. Wir sehen, dass die CPU-Auslastung hochgeht. Das sollte jetzt circa 30 Sekunden dauern. Ja, für solche Situationen muss ich mir eigentlich einen Witz einfallen lassen, damit man hier gut die Zeit überbrücken kann. So, also wir haben gesehen, wir haben wo die Threads nicht geschlafen haben, haben wir 30 Sekunden jetzt gewerkelt auf maximal 9 Threads. Und jetzt kommen eben die 500 Items, wo jeder Thread 500 Millisekunden schläft. Und wir schauen mal, was jetzt hier das Ergebnis ist. Also wir sehen zum einen, das Schlafen geht schneller als das Arbeiten. Aber das kennen wir ja schon aus dem echten Leben. Weil die arbeitende Variante hat 30 Sekunden gedauert und die schlafende Variante knappe 16. So, was euch aber viel eher auffallen sollte, ist das andere Ergebnis. Der Threadpool hat in der schlafenden Variante auf einmal mehr Threads erzeugt. Seht ihr das? Wir haben eine maximale Parallelität von 18 Threads. Woher kommt das? Der Threadpool, das müsst ihr wissen, agiert nach folgendem Algorithmus. Ich habe jetzt hier 500 Items in meine Threadpool-Queue reingedonnert bekommen. Ich nehme mal eins raus und gebe das meinem Background-Thread, den ich hier habe. So, und dann schaue ich mal nach kurzer Zeit wieder drauf und sehe, ach, der schläft. Verdammt, der schläft. Ich kann den nicht einsetzen, der schläft. Und ich habe aber noch 499 in der Queue. Wie löse ich das Problem? Ich mache einen neuen Thread. Wenn eure Threadpool-Threads schlafen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn gleichzeitig Arbeit für den Threadpool reinkommt, dass dann euer Threadpool sagt, ich muss mehr Threads machen. Und was man auch beachten muss, er ist ja jetzt hier nicht durchgedreht. Also er hat ja nicht gesagt, ja, okay, hier kommen 500 neue Threads. Das liegt aber halt auch hauptsächlich daran, dass wir jetzt hier bloß 500 Millisekunden geschlafen haben, in diesem Beispiel jetzt gerade. Aber denkt euch mal Folgendes.
ihr habt den ersten des Monats und eure Kunden, die haben jetzt so einen Report, den irgendwie jeder mal anschauen will am Anfang des Monats, und alle kommen um 9 Uhr zur Arbeit und machen alle relativ gleichzeitig diesen Report auf. Und dann kriegt ihr, weil es ein großes Unternehmen ist, 2000 Requests gleichzeitig rein. Und der Report, der ist vielleicht nicht vordefiniert, der wird dynamisch zusammengestellt und dann macht ihr euch eine schöne Datenbankabfrage, die ihr synchron ausführt. Und das heißt, diese Datenbankabfrage dauert dann vielleicht auch noch so 2, 3, 4 Sekunden. Und wir kommen dann gleich noch drauf, was eigentlich passiert, wenn wir das Ganze synchron abfragen. Aber im Prinzip wird dann der Thread schlafen gelegt, solange die Datenbank am Rödeln ist. Und der Threadpool kann dann vielleicht in so einer Situation sagen, ich kann auf den Thread nicht zugreifen, der schläft. Wenn er arbeiten würde, würde ich es nicht machen, aber da er schläft, weiß ich nicht, wann er wieder aktiv wird, und ich erzeuge mir jetzt neue Threads und lasse die laufen. Das heißt, wenn wir auf dem Threadpool blockieren, je länger, desto schlechter, wird sich das wahrscheinlich schlecht auf die Performance unserer Applikation ausliefern. Und wenn wir das im ganz krassen Stil machen, dass wir diese 1500 Threads übersteigen, dann bricht vielleicht euer Server ab. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, warum das passiert ist, weil in den Tests ist das nie passiert, aber da war halt die Last vielleicht auch, eine gleichzeitige Last nicht so hoch, und man hat nicht bedacht, dass der Threadpool in solchen synchronen Abfrageszenarien dann einfach neue Threads macht, weil er die Threads, die er schon hat, schlafen sieht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Meines Erachtens. Kann man das grundsätzliche Verhalten vom Threadpool da beeinflussen, oder ist es einfach so? Ich meine nicht. Da bin ich, also ich habe mich halt hauptsächlich mit der Runtime auseinandergesetzt, die jetzt auf den Clients, also es gibt ja noch einen Service, ein entsprechendes Server-Runtime von der CLR, vielleicht kann man das da machen, weiß ich aber nicht auswendig. Also man kann schon vom Threadpool die maximale Anzahl an einstellen auf 1000. Das ist richtig. Ja, das stimmt, das könnte man vielleicht machen, das ist richtig. Aber man muss zumindest wissen, dass man es machen muss. Okay, dann zurück zur Präsentation. Also, wie bereite ich den Threadpool Kopfschmerzen? Indem ich die Threads blockiere. Ich lege sie schlafen, sie führen irgendeine Operation aus, wo sie dabei schlafen, gelegt werden. Und das ist eigentlich das, was man als Entwickler vermeiden sollte. Beispiel. Ich möchte jetzt von einer Festplatte was laden. Und wir gehen jetzt mal ganz grob bloß durch, was da eigentlich intern genau passiert, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, warum wir asynchrones Programmieren brauchen. Wenn ich jetzt sage, Filestream read to end zum Beispiel, dann was wird intern gemacht? Auf Win32-Ebene, das wird ja dann quasi ans Betriebssystem weitergegeben, wird ein sogenanntes ERP gebildet. Das ist ein I.O. Request Packet. Und da werden Sachen festgehalten, wie welche Datei, auf welcher Festplatte und so weiter. Und das wird dann über diese native Implementierung in Win32 irgendwann mal an den Windows-IO-Dispatcher weitergegeben. Und der Windows-IO-Dispatcher, der sagt dann quasi, aha, diese Festplatte, diese Datei, da müssen wir auf diesen Treiber zugreifen und gibt es dann an den entsprechenden Treiber weiter. Und der Treiber sagt dann der Festplatte, wir brauchen das, bitte macht es mal. So, und während ihr die Festplatte jetzt liest, das ist eine Operation, die nicht in eurer CPU stattfindet. Das macht die Festplatte. Und was jetzt standardmäßig passiert, wenn ihr Read-to-End aufruft, ist, dass euer Thread jetzt blockiert. Der wird schlafen gelegt. Und das heißt, wenn je nachdem, wie lange diese Operation dauert, schläft er halt kürzer oder länger. Und das kann aber dafür sorgen, dass sozusagen der Threadpool, wenn ihr das darüber gestartet habt, dass der Threadpool dann vielleicht neue Threads erzeugt. So, wenn die Festplatte dann fertig ist, wird das ERP wieder zurückgereicht mit den angereicherten Daten, wieder zurück zum Aufrufer, selber Thread, weil er wurde ja schlafend gehalten währenddessen, und dann, das war jetzt eins zu viel, und dann können wir quasi sagen, okay, diese Bytes standen in dieser Datei und können die irgendwie interpretieren, so rum. Wie sieht das Ganze asynchron aus? Wenn wir einen asynchronen Zugriff machen auf die Festplatte, während die Festplatte aktiv ist, gehen unsere Aufrufe zurück. Das heißt, das kann man sich wirklich wie ein Return in der Methode vorstellen.
Die gehen komplett zurück zum Aufrufer. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel in der Client-Applikation wären und hätten das vom UI-Thread ausgestartet, dann kann jetzt der UI-Thread weiter rendern. Also wir haben hier kein UI-Freezing. Oder wenn wir eine ASP.NET Core MVC View gehabt haben, die das gestartet hat, dann kann der entsprechende Thread jetzt in diesem Zeitpunkt einen anderen HTTP-Request entgegennehmen. Und das ist ein unglaublich, also gerade im Serverbereich ist das ein unglaublicher Vorteil. Klar, im kleinen Bereich ist es natürlich auch so, dass unser UI nicht einfriert. Aber im Serverbereich finde ich das noch viel wichtiger, dass man das einsetzt. Weil du damit quasi die Anzahl der Requests, die ein einzelner Server oder ein einzelner Serverprozess annehmen kann, natürlich deutlich erhöhst. Also du hast, wir haben es ja vorhin gesehen, 1500 Threads ungefähr, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber die können dann halt gleichzeitig 10.000 Anfragen oder so beantworten und nicht bloß 1500. Das ist ein deutlicher Unterschied. So, und wenn wir jetzt dieses ERP zurückbekommen vom Treiber, dann wird das eingereiht auf den Thread-Pool. Also wir kriegen jetzt irgendeinen Thread. Und das ist quasi auch was man sich vielleicht mal verinnerlichen müsste, wären wir jetzt auf einem Server. Und wir kriegen das hier zurück, dann wird es quasi ein HTTP-Request auf einen Thread angenommen, der macht dann vielleicht eine asynchrone Operation gegen eine Datenbank, gegen das Filesystem, vielleicht gegen andere Services, was auch immer. Aber wenn die Operation dann zurückkommt, dann landen wir auf einem komplett anderen Thread und beantworten den ursprünglichen HTTP-Request darüber. Also wir können quasi von Thread zu Thread springen, wenn wir asynchron programmieren, auf dem Server zum Beispiel. Genau. Aber das Ding sollte man erstmal positiv entgegennehmen, weil wir, wie gerade gesagt, wir können mit asynchroner Programmierung viel mehr Requests beispielsweise entgegennehmen, als wenn wir das synchron machen würden. Genau, da wir gerade vom Filestream geredet haben, wie initialisiere ich eigentlich einen Filestream, sodass man ihn auch asynchron nutzen kann? Das ist ein bisschen tricky. Man muss nämlich in den File-Options ganz hinten Asynchronous einschalten. Das ist standardmäßig nicht aktiviert. Und wenn ich dieses Flag nicht drin habe, wenn der Filestream initialisiert wird, dann wird das Ganze auch nicht asynchron gemacht. Also das nur als Hinweis. Und dann kennt sicher jeder schon, rufe ich zum Beispiel Read-to-End Async auf und habe genau dann das Verhalten, was wir gerade besprochen haben. Okay. IO-gebundene Applikationen sind die Regel. Schauen wir nochmal kurz in meinen Task Manager. Wir sehen hier in der Performance, dass ich, sagen wir so, 2150 Threads gerade habe, was eigentlich schon recht viel ist, wie man sich jetzt vielleicht überlegen kann. Aber wenn man sich das so anschaut, auch dann vielleicht in den Processes, dass die eigentlich alle nichts machen. Die Auslastung ist null. Und man muss sich das mal verinnerlichen, dass eigentlich die meisten Applikationen, die warten üblicherweise auf Eingabe vom Nutzer. Oder dass irgendeine Eingabe von außen kommt, wenn ich einen Server habe. Oder wenn ich einen Datenbankprozess habe. Der wartet auch auf Eingaben von außen. Und wenn nichts ist, dann läuft es nicht. Und genau in diesem Fall dürfen Threads auch schlafen. Das macht dann überhaupt nichts. Wenn keine Interaktion stattfindet, sollten die Threads den Weg frei machen für die Prozesse, die gerade im Vordergrund sind. Man darf eben bloß nicht die Threads schlafen lassen, wenn sie eigentlich aktiv sein sollten. Das wäre das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Okay. Gibt es Fragen bis hierhin? Ja. Ich frage Folgendes. Wenn Thread schläft, was da passiert? Also das heißt, es soll eine gewisse Zeit ausgeführt werden. Ne? Jede 5 Mikrosekunden oder so, ich weiß, also Portion. Aber dann sollen sie alle einen nacheinander ausgeführt. Das heißt, es wird sowieso Overhead, wenn da mehrere Threads sind. Auch wenn sie alle schlafen. Wenn ein Thread schläft, nimmt er nicht an diesem Context-Switching-Auswahlmechanismus teil. Also das Betriebssystem. Woher weiß man, dass die gewechselt sein muss? Also nicht für 100 andere. Genau, also das Betriebssystem hat im Prinzip die Verwaltung aller Threads. Und die sieht quasi, okay, die schlafen. Und die werden für das Round-Robin-Verfahren, welcher Thread ist als nächstes dran, überhaupt nicht sozusagen in die Betrachtung gezogen.
Also wenn ich mir den nächsten Thread aussuche als Betriebssystem, der jetzt laufen soll auf einem bestimmten CPU-Kern, dann lasse ich alle, die sich schlafen gelegt haben, schon komplett mal aus meiner Berechnung, wer denn jetzt als nächster dran ist, raus. Wenn ein Thread von schlafend in ich möchte jetzt wieder laufen geht, dann hat er üblicherweise so einen Zwischenstatus, dass er sagt, ich bin da, ich würde gerne wieder eingereiht werden. Und wenn wir natürlich einen Thread haben, der sowieso ausgelastet ist, dann ist der quasi auch nicht in der Menge der schlafenden Threads drin. Also da macht das Betriebssystem... Interrupt ist sowieso verbunden mit Thread wahrscheinlich. Ein bestimmtes Interrupt wird nicht sein. Also wenn man jetzt auf die unterste Ebene geht, dann ist ein Interrupt eigentlich das, also der kann auch auf einem existierenden laufenden Thread ausgeführt werden, der wird dann halt eben unterbrochen, dann kann der Interrupt ausgeführt werden und dann geht die normale Ausführung des Threads weiter. Also das geht, aber das ist dann eher Funktionalität, die man mit C oder C++ beispielsweise implementiert. Genau. Okay, dann kann ich nicht weiter drücken. Kann nicht weiter drücken. Warum machen wir denn? Jetzt. Was haben wir bis jetzt gelernt? Also, wir haben natürlich, Threads bringen Performance-Vorteile, wenn wir mehrere Cores haben. Ursprünglich waren die aber eigentlich mal da, um Reliability herzustellen und Robustness. Performance-Overhead, also Threads sind die härtesten Objekte, die ich so erstelle. Ich habe bis jetzt noch nie ein anderes Objekt in meiner Laufzeit oder in meiner Programmierkarriere gesehen, das so viel Speicher allokiert und so viel Performance-Auswirkungen hat wie ein Thread, wenn ich den instanziere. Das Prozesse. Würde ich jetzt nicht als Objekt bezeichnen, weil das ist vielleicht eher was, was das Betriebssystem macht. Also ich kann ja tatsächlich auch Threads als Objekt ansehen, Prozesse, weiß nicht. Ja, es gibt die Process-Klasse, klar. Gut, kann man mit dazu nehmen. Aber es sind wenige, sagen wir es mal so, die in ähnliche Sphären vordringen. Threadpool einsetzen, bitte keine Threads drauf schlafen lassen, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit Task und Async Await. Wofür brauchen wir Tasks? Tasks sind eigentlich eine Abstraktion über eine asynchrone Operation. Was ist eine asynchrone Operation? Die kann entweder IO-bound sein, das heißt, ich verlasse meine Prozessgrenze und greife auf etwas, auf ein Drittsystem zu, wie zum Beispiel Festplatte, anderer Webservice, Datenbank, man kann vielleicht auch den User als Drittsystem sehen, also man kann zumindest asynchron gegen den User programmieren, wenn man das möchte. Das kann natürlich aber auch eine CPU-Bound-Operation sein, das heißt, ich schmeiße was auf einen anderen Thread, lasse es dort berechnen und hole mir das Ergebnis auf meinen Ursprungsthread wieder zurück. Also das ist mit asynchroner Operation zu tun. Genau. Und ein Task, ich fange mal einfach so in die Runde. Wer hat in den letzten 3-4 Jahren noch keinen Talk besucht, wo es über Tasks und Async Await ging? Hände hoch. Einer, zwei, wenige. Doch, hier drüben sind es ein paar mehr. Aber gerade als die Task Parallel Library und Async Await 2012 mit Visual Studio 2012 war es, glaube ich, auch, ne? Hier veröffentlicht wurde, gab es ja immer wieder Talks, wo dann gesagt wurde, hier, das sind Tasks und hier die TPL und Continuations und hier könnt ihr Exceptions auf anderen Threads wiederverarbeiten und Async Await ist ja sowieso genial. Und ich nehme mal an, dass jeder von euch damit auch umgehen kann, oder? Also Hände hoch, wer kann mit Async Await umgehen und sagt, ich habe verstanden, was Tasks sind und ich weiß, was Async Await ganz grob macht. Okay, gut. Na, dann gehen wir vielleicht doch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Ich zähle jetzt hier bloß mal grob auf, was man mit Tasks alles machen kann. Man kann Task Start und Task Run aufrufen. Was das macht, ist im Wesentlichen das Ähnliche, was man hinbekommt, wenn man Thread.start aufruft. Damit wird nämlich an diese Methoden übergibt man einen Delegate und dieser wird dann auf den Threadpool eingereiht. Also wenn ich einen neuen Task mache und dem Delegate gebe, dann läuft das Ganze gegen den Threadpool erstmal. So, und dann kann ich mit Task Wait
und wait all, wait any, result synchron auf den Task warten. Das heißt, je nachdem, was es für eine Operation ist, die ich hier jetzt habe, kann ich sozusagen meinen aktuellen Thread blockieren, und wenn der Task auf dem anderen Thread fertig ist, dann gibt er mir Bescheid und ich kann bei mir weitermachen. Also eigentlich genau das, was man vermeiden sollte, zumindest nach dem, was ich gerade erzählt habe. Dann gibt es schon was Interessanteres, Task Continue With. Das sagt nämlich aus, dass wenn der Task fertig ist, dann mach mit folgendem Delegate weiter. Das heißt, ich reihe quasi sozusagen Operationen hintereinander, aber ich blockiere in diesem Fall nicht. Das ist schon was Interessanteres. Und was Ähnliches kann ich machen mit When All oder When Any. Hier blockiere ich nämlich auch nicht. An dieses When All kann ich sozusagen eine Collection von Tasks übergeben. Und wenn alle diese Tasks fertig sind, kann ich mit der nächsten Operation, die ich dieser Methode auch noch gebe, weitermachen. Was man dann üblicherweise hinbekommt, ist so einen deklarativen Programmierstil. Man sagt, fang mal mit dem Task an, wenn der fertig ist, mach mit dem weiter. Und dann, wenn die hier alle fertig sind, dann machst du abschließend das. Ohne dass du diese Funktionalitäten eben direkt startest. When Any sagt im Prinzip aus, wenn einer der Tasks fertig ist, dann macht das und das. Ist aber im Prinzip was Ähnliches. Okay. Wenn man Tasks zurückgeben will, also quasi auf der Provider-Seite ist und sagt, ich habe hier jetzt eine asynchrone Methode gebaut und mein Task ist fertig, dann kann ich das beispielsweise über den completed Task machen, oder ich kann mir, wenn ich Task of T benutze, ein Result erstellen dazu. Das sind so das Wichtigste. Aber von dieser Funktionalität bekommt man im wahren Leben eigentlich wenig mit, weil man üblicherweise Async Await einsetzt. Und das kapselt das Ganze ziemlich ab. Und dann schauen wir mal hier rein in eine neue Demo, in der wir uns anschauen, wie Async Await eigentlich intern genau funktioniert. Ich habe hier wieder ein schönes Konsolenprogramm. Und was ich hier machen will, ist eigentlich aus zwei Dateien an die zwei Dateien auslesen und dann bestimmen, wie viele Wörter in diesen Dateien drin sind. Was mache ich hier? Ich initialisiere mir hier erstmal meine Readers. Da bekomme ich Stream Reader, die eben Text in File und some hierarchical text JSON öffnen. In die Dateien können wir ja mal kurz reinschauen. Hier steht einfach bloß, hey dude, what's going on? Also ganz normaler Text. Und was ist bei mir ein Wort, wenn ich später zähle? Das hier wäre ein Wort, das hier wäre ein Wort, das hier wäre ein Wort. Also alles, was wo Whitespace dazwischen ist, so ein Leerzeichen. Ja? Und dann, wenn wir uns das JSON-File anschauen, hier, das schaut ähnlich aus. Da steht auch nichts Sinnvolles drin. Und wir haben hier jetzt eben ein bisschen JSON und da steht ein bisschen mein Name drin, und bevor ich hier jetzt quasi zählen muss, wie viele Wörter das in dieser Datei sind, da steht schon 22, was ganz praktisch ist. Okay, also wir haben hier, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 und 22 wären bei mir 39, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay, also gehen wir hier erstmal in die einfache Variante. Hier ist noch die tatsächlich interessante drin. Calculate number of words async. Was mache ich jetzt hier? Warum mag er nicht? Achso, ich muss denen hier die Readers übergeben natürlich. Okay. Alles klar. Diese Calculate Total Number of Words Async ist, Methode ist jetzt wirklich dazu da, dass wir hier dieses Async Await jetzt mal anschauen. Was passiert hier? Ich fange oben an und sage, okay, ich initialisiere mir eine Variable, die ich dann schrittweise hochzähle. Und dann laufe ich durch alle Readers durch, die ich hier als Parameter bekomme. Und dann rufe ich auf jeden Reader Read-to-End Async auf. Und hol mir damit jeweils den Content aus den Dateien, die wir gerade gesehen haben.
Und dazu setze ich natürlich await ein. Was macht dieses await? Await beendet den Aufruf dieser Methode. Also das kann man sich zu gewissen Teilen vorstellen wie ein Return. Also der sagt quasi, Festplatte, lies mal die Datei aus und form das in Text um, also in den String. Und wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid, dann können wir nämlich an der Stelle wieder weitermachen. Also genau das, was ich vorhin beim asynchronen Beispiel auf diesem Diagramm dargestellt hat, ging hier wirklich der Aufruf zurück. Der springt aus dieser Methode raus. Und dann, wenn sozusagen der entsprechende Task, der dahinter steckt, bei Read to End Async, wenn man sich das mal genau anschaut, gibt einen Task auf String zurück. Und nur Tasks kann man mit dem Await Keyword tatsächlich auch erwarten oder darauf warten, dass sie fertig sind. Genau dann mache ich quasi hier an genau dieser Stelle weiter, nehme mir diesen String und rufe dann auf diesem String Calculate Number of Words auf. Das ist eine Extension Method, die ich mir selbst geschrieben habe. Und dann zähle ich hier meine Variable damit hoch. Und das war's. Gut. Das Witzige an der ganzen Sache ist jetzt, das ist asynchrones Programmieren. Schaut aber aus wie asynchroner Code. Weil wir durch dieses Await-Keyword quasi die Illusion haben, das wird jetzt hier quasi ausgeführt und wenn der fertig ist, machen wir einfach synchron weiter, so wie wir es bei anderen Code auch gewohnt sind. Der Witz ist aber tatsächlich, das sind eigentlich zwei Methoden. Weil der rennt bis hierhin, oder es sind eigentlich sogar mehr Methoden, weil wir haben eine Schleifverbindung. Der rennt bis hierhin, sagt, mach mal, springt zurück. Wenn der Task sagt, fertig, geht er wieder da rein, holt sich den Content, macht diese Berechnung, geht zum nächsten wieder, ruft hier wieder auf, mach mal, lese mal das bitte asynchron ein und springt hier dann wieder raus. Und dann kommt er gegebenenfalls irgendwann später wieder zurück. Also das muss man sich einmal verinnerlicht haben, dass wenn man await einsetzt, dass das heißt, dass die Methode an verschiedenen Punkten zurückspringt und dann, wenn das Ergebnis wieder da ist, aber auch an genau der Stelle wieder weitermachen kann. Das ist schon was, was man, da muss man einmal am Anfang schlucken, aber wenn man das dann verstanden hat, dann ist das, glaube ich, eigentlich auch eine nette Sache. Weil, wie hat man es denn früher gemacht? Hat jemand noch so zu .NET 2 Zeiten programmiert? Wie hat man denn früher asynchron gemacht? Hat da jemand noch? Single Object. Bitte? Wait for Single Object. Ja, das war eine Möglichkeit, aber es gab eigentlich noch eine populärere. Read Async? Glaube ich, gab es nicht, aber es gab, falls ihr euch zurückerinnert, dieses. Ich weiß nicht. Ja? Ja, aber macht man nicht. Also, was sehr verbreitet war, was auch auf Delegates eingefügt war, war dieses Begin Invoke und End Invoke. Und dann habt ihr ein iAsync Result zurückbekommen und darauf habt ihr quasi euren Callback dann registriert und der wurde dann ausgeführt, wenn sozusagen die asynchrone Operation vorbei war. Und wenn ihr euch an das zurückerinnern könnt, dann seid ihr schon eine Weile dabei, erstens. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch noch vorstellen, wie ekelhaft dieser Code war. Weil eben überall, wo ich eine asynchrone Methode geschrieben habe, musste ich sozusagen eine andere Methode schreiben, die dann weitermacht, wenn die asynchrone Operation fertig ist. Und genau das haben wir ja hier jetzt nicht mehr. So, aber wenn wir diese Methode hier jetzt aufrufen, dann sehen wir tatsächlich, ah ja, okay, wir haben jetzt hier aus zwei Streams insgesamt 39 Wörter berechnet, was ja laut vorheriger Berechnung richtig war. So, und was ich jetzt euch eigentlich zeigen will, ist, was der Compiler im Hintergrund daraus macht. Und das schauen wir uns mal an. Das ist nämlich hier in Async Decompile drin. Was wir hier sehen, ist die gleiche Methode, die wir auch gerade in der Program gesehen haben. Gleiche Signatur. Wir geben auch einen Task auf ihn zurück. Das Einzige, was hier jetzt fehlt, ist das Async-Keyword. Ganz am Anfang, wenn ihr euch das anschaut. Ansonsten ist diese Methode komplett gleich. Und wir haben hier noch ein paar Attribute drauf, die dann quasi für den Compiler mit dabei sind. Aber wir schauen jetzt mal rein, was diese Methode, die der Compiler eigentlich generiert, hier tatsächlich macht. Was der Compiler aus jeder asynchronen Methode macht, die ihr schreibt,
ist, er baut sich im Hintergrund eine State Machine. Und das macht er natürlich in IL-Code. Also das, was ich euch zeige, ist jetzt C#-Code, damit man es leichter als Programmierer nachvollziehen kann. Aber er baut natürlich direkt IL-Code. So, und was wir hier haben, ist diese Demo-State-Machine, die sozusagen den für eure Methode spezifischen Teil der asynchronen Methode darstellt. Die wird instanziert. Und was wir hier sehen, wir setzen hier den Parameter rein, den wir hier bekommen. Der kommt in dieses Feld hier unten, der Teil der Demo-State-Machine ist. Und dann wird hier ein Async-Task-Method-Builder erstellt. Was ist das? Das ist sozusagen der immer wieder verwendbare Teil von asynchronen Methoden, der sich nicht ändert. Und der wird einfach bloß verknüpft mit dem für euren Code spezifischen Teil. Und initial wird dann der State auf minus 1 gesetzt. Und dieser State minus 1 sagt aus, wir laufen jetzt. Minus 1 heißt, wir laufen. Minus 2 würde heißen, wir sind fertig. Also entweder Exception oder Ergebnis da. Und dann gibt es noch andere States, die entsprechen jeweils einem Await-Statement in eurem Code. Und ja, schauen wir mal die Demo-State-Machine an. So, diese Demo-State-Machine ist eine Struct, was ich sehr komisch finde. Ich weiß auch nicht, warum die das machen, weil diese Struct auch später einmal geboxt wird. Also eigentlich hat das keinen Performance-Vorteil meines Erachtens, dass man hier eine Struct einsetzt anstatt eine Klasse, was auch sehr viel sinnvoller wäre. Aber nichtsdestotrotz, der Compiler erstellt eine Struct und die implementiert dieses iAsyncStateMachine-Interface. Was macht dieses Interface? Diese Methode ist die wichtige, das ist MoveNext. Das wird nämlich immer aufgerufen, wenn ein Await-Statement fertig ist. Oder halt ganz am Anfang initial, um das Ganze loszuschicken. SetStateMachine missachtet es einfach. Das ist, am Anfang wird sozusagen von der DemoStateMachine eine geboxte Variante gebaut und dann über diese Methode da gesetzt. Ich verstehe es nicht ganz, warum es gemacht wird, aber es ist so. Schauen wir doch mal in die MoveNext-Methode. Die schaut jetzt wild aus, aber ich hoffe, ich kann euch ein halbwegs sicher da durchmanövrieren. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir das Ganze mal im Debugging sehen, was wir hier gleich sagen. Wir sagen hier async decompiled. Ich glaube, so das hier. Und dann geben wir die readers rein und warten auf das Result. So, also wir sind jetzt hier, wie wir sehen, in diesem MoveNext-Aufruf automatisch gelandet. Wann wird das ausgelöst? Wenn wir hier oben, wenn der Builder sozusagen hier Start aufruft. Und dann laufen wir hier mal durch und sehen, wir landen hier in verschiedenen Go-To-Fällen. Das heißt, wir prüfen hier oben jetzt, wären wir in Fall 0, das wäre genau genommen dieses Await-Statement hier, dass wir quasi beim ersten Await-Statement angekommen wären und das wäre fertig. Aber wir sind jetzt quasi im initialen Fall und jetzt wird tatsächlich unser Code ausgeführt, den wir auch hier in unserer Methode haben. Also wir haben jetzt hier gerade Total Number of Words auf 0 gesetzt und dann rufen wir über die For-Each-Schleife eben intern GetEnumerator auf. Ja, das ist ja das, was die For-Each-Schleife intern eigentlich macht. So, und dann laufen wir los und, also unser State ist minus 1, wie vorhin schon erwähnt, das heißt, wir laufen gerade und hier gehen wir jetzt quasi erstmal zu der Loop-Condition. Warum ist das so? Der C#-Compiler kompiliert alle Loop-Conditions üblicherweise unten hin und springt dann einmal dahin. Macht er halt so. Aber wir springen auch gleich wieder zurück. Wir rufen nämlich einmal Enumerator Move Next auf, also das erste Element in der For Each Schleife wird jetzt geholt. Und dann gehen wir in den Loop Body. Hier laufen wir jetzt durch, holen uns quasi das aktuelle Element, den Reader, was im Prinzip hier jetzt der hier ist, oder quasi diese Zuweisung hier oben an diese Variable. Und dann rufen wir jetzt auf dem, wie auch im vorherigen Beispiel, Read-to-End-Async auf. Aber jetzt nicht mit Await, sondern wir sagen,
Wir hätten gern einen sogenannten Awaiter dazu. Den benutzen wir nämlich, um dann an die richtige Stelle wieder zu springen. So, also wir haben jetzt quasi die asynchrone Operation gestartet und wir haben uns für diese asynchrone Operation einen Local Task Awaiter geholt. Und wir können ja sofort mal gucken, ist denn diese Operation schon complete, was jetzt hier in dem Fall noch nicht ist. Aber es könnte sein, dass die asynchrone Methode schon fertig ist, bevor wir überhaupt warten müssen. Rein theoretisch. Okay, das heißt, wir setzen jetzt unseren Status auf 0 und dieses 0 sagt jetzt im Prinzip auf, wir warten jetzt auf das Ergebnis dieses Task Awaiters. Wir speichern uns den in einem Feld ab und sagen, wenn du, also wir sagen dem Builder, den ich vorhin, das ist dieser wiederverwendbare Teil der State Machine, wir sagen hier einfach, bitte nutze diesen Awaiter und ruf Move Next auf, wenn wir fertig sind. So, dann sagen wir noch, bitte keinen Finally-Block ausführen. Und jetzt machen wir den von vorhin angesprochenen Return. Also wir sind hier jetzt definitiv wieder raus. Deswegen muss ich mir jetzt hier auch einen Breakpoint setzen, damit wir dann, wenn die asynchrone Methode fertig ist, wieder zurückkommen. Jetzt zum Beispiel. Also wir haben jetzt das Ergebnis des Dateienauslesens zurück und wir springen wieder in die Methode rein, aus der wir gerade eben rausgesprungen sind. Und anhand des Status, den wir vorhin hatten, gehe ich jetzt sozusagen in den richtigen Teil dieser Methode wieder zurück. Warum hier Fake Await Continuation? Eigentlich in IL-Code würde dieser Sprung sofort hier runtergehen, wo ich dann hier zur Real Await Continuation. Das kann ich aber in C-Sharp nicht machen. Ich kann keine Go-Tos innerhalb oder mit Sprungziel innerhalb eines Try-Blocks machen. Das ist in C-Sharp nicht möglich, in IL-Code leider aber schon. Deswegen muss ich hier über diese Fake-Await-Continuation zur Real-Await-Continuation gehen. Was machen wir hier? Wir stellen uns den Task-Awaiter wieder her und bereinigen das Feld, sagen jetzt wieder, wir laufen wieder mit State-1 und sagen jetzt über diesen Task-Awaiter, ergeben wir mal das Result, was du aus deiner asynchronen Operation zurückbekommen hast. Zack. Ich nulle den Local Task Awaiter und dann machen wir jetzt an dieser Stelle, an der Await Completion, genau das hier. Also, oder diese Zeile Code, die wir hier sehen, das wird jetzt hier an dieser, also dafür ist eben diese Custom State Machine da, damit wir den Code, den wir noch in unsere eigenen asynchronen Methoden schreiben, dass der hier eben ausgeführt wird. Genau. So, dann passiert das Ganze nochmal und so weiter. Und wenn wir dann fertig sind, dann kommen wir hier eben in State-2 rein und sagen, wir haben hier jetzt das Ergebnis berechnet und damit ist unser Programm vorbei. Jetzt habe ich natürlich leider das Programm beendet, aber man kann es ja auch nochmal so anzeigen. Das heißt, wir benutzen jetzt nicht Async Await, sondern diese nachgebaute State Machine und wir kommen trotzdem auf dasselbe Ergebnis mit 39 Wörtern. Verrückt. Also, als ich mir das angeschaut habe, da brauchen wir auch erstmal 2 Nächte drüber, bis man das ganz durchblickt hat, wie das funktioniert. Ihr müsst jetzt nicht verstehen, was ich hier alles erklärt habe. Verlangt keiner von euch. Ich will einfach bloß, dass ihr mitnehmt, jedes Mal, wenn ich eine asynchrone Methode schreibe, weil ich Await einsetzen will, dann wird eigentlich eine State Machine im Hintergrund gebaut. Und das macht der Compiler alles für euch. Und wer sich zurückerinnert, wie ekelhaft es war mit Begin Invoke und End Invoke und allen anderen Mechanismen, um asynchron zu programmieren vor .NET 4.5, wo dann Async Await kam, der sollte, wenn er das sieht, eigentlich jubeln, auch wenn man es vielleicht nicht ganz versteht am Anfang. Okay. Ich wollte noch kurz was fragen. Ja. Wie sieht das jetzt mit dem Debug aus in dieser Ursprungsversion, in dieser Vorschleife? Ja, das kann man gerne machen. Kann man da debuggen? Ja, klar. Das ist auch halt, dass man als Endanwender eigentlich gar nicht mitbekommt, dass das wirklich asynchron ist. Weil, wenn wir hier jetzt nochmal die normale Variante aufrufen, das war, wie hieß das denn? Calculate total number of words async. Wenn wir jetzt hier einfach rein debuggen, wir springen in diese Methode rein, dann kannst du hier so machen. Und was eigentlich im Hintergrund passiert, ist ein asynchroner Aufruf. Aber
die haben sozusagen den Visual Studio Debugger so weit erweitert, dass er solche Fälle automatisch abfangen kann. Also, wir können jetzt nicht in Reader, Read-to-End, Async rein debuggen, weil das .NET-Code ist, also man könnte es wahrscheinlich schon, aber ich habe es jetzt hier nicht vorbereitet. Aber im Prinzip unterstützt sich der Debugger dabei, indem er dir solche Await-Sachen auflöst. Und nochmal, das kann auf einem anderen Thread landen. Oder ist es wahrscheinlich jetzt auch, weil der andere Thread hat ja returned. Also, und je nachdem, wo das dann wieder eingereiht wird, landet man eben halt auf einem anderen Thread. Aber wenn man jetzt bloß Nutzer des Visual Studio Debuggers ist, dann sieht man das nicht unbedingt. Genau. Ja. So, in diesem Fall sollten wir diese Variable synchronisieren. Kann es sein, dass zwei Threads können? Nein. Parallel können nicht? Nein. Also diese Methode wird auch bloß einmal ausgeführt. Mhm. Und dieses Await impliziert automatisch, dass wenn wir auf einem anderen Thread laufen sollten, dann sind die Ergebnisse vom ursprünglichen Thread auf diesen neuen Thread publiziert. Okay. Also man muss sich da nicht um weitere Synchronisierungsprimitiven kümmern, dass man da irgendwie ein Memory Fence oder sowas drumherum macht. Aber das macht Await automatisch sozusagen. For all of it. Ja. Okay. Ja. Aber gute Frage. Ja. Wenn man Configure Await dann auf False macht, was macht er da im Hintergrund? Moment, das muss man als Framework-Programm wieder machen, üblicherweise, weil man sonst das Punkt-Result kaputt macht, meines Erachtens, weil es dann zu Deadlock-Situationen kommt. Also dieses Configure-Await-False sorgt meines Erachtens dafür, dass das über das, was ich gerade überhaupt... Meinst du, dass man dann normal verlaufen, wenn man unter Umständen auf dem UI-Thread und auf die App kann man ja sagen, dass er dann... Ja, genau. Also da komme ich sowieso gleich nochmal dazu, zu diesem Synchronization-Kontext-Thema. Und dieses Configure-Wait, wenn ich mich recht entsinne, war dazu da, dass man nicht den Synchronization-Kontext einsetzt. Ja, glaube ich. Aber ich komme gleich nochmal dazu. Ich möchte nochmal kurz auf das Design unserer Applikationen eingehen, wenn wir Async-Await jetzt einsetzen. Ich bin ein Fan von Domain-Driven-Design. Was im Wesentlichen aussagt, dass ich einen Core habe und der soll unabhängig von allen anderen Modulen sein, die vielleicht dann diesen Core einsetzen. Zum Beispiel, wir haben ein User-Interface, das kann dann den Core einsetzen. Oder ich möchte die Daten, die der Core berechnet, irgendwie speichern. Dann hätte ich ein Data-Access-Modul, was auch vom Core abhängt. Und keine Ahnung, vielleicht möchte ich noch eine API an das Ganze ranhängen. Aber im Prinzip, was ich hier jetzt habe, ist eine sogenannte Ports and Adapter hier Architektur und der Core ist unabhängig von allen. Das heißt, ich kann den Core zum Beispiel in Kombination mit dem User-Interface einsetzen für einen Demonstrator und sagen, so wird es ausschauen, aber wir haben halt hier jetzt noch nicht Speichern und Netzwerkkommunikation integriert. Oder ich kann das beliebig kombinieren oder halt auch alles zusammen, dann produktiv, aber damit erreiche ich als Softwareentwickler unglaublich große Flexibilität, weil ich den Core in vielen Situationen einsetzen kann, ohne dass ich an irgendwelche Datenbanken zum Beispiel gebunden bin. So, und jetzt, wie macht man jetzt aber aus dem Core heraus Aufrufe, zum Beispiel gegen eine MongoDB? Naja, ich könnte zum Beispiel das Repository-Pattern einsetzen und sagen, okay, ich habe hier jetzt im Core ein Interface, das heißt iRepository, und wenn ich jetzt was speichern will oder was laden will, dann gehe ich über dieses Repository und sage zum Beispiel getByID. Dann sucht mir die entsprechende Repository-Implementierung, die ich jetzt hier beispielsweise in Data Access machen würde, die jetzt zum Beispiel gegen die MongoDB geht. Die würde mir dann eben das entsprechende Dokument aus der Datenbank rausholen, das deserialisieren und mir dann zurückgeben. Also, ich habe jetzt hier sozusagen diese Struktur implementiert. Im Core Interfaces gegen die Drittsysteme, gegen die ich programmiere, und dann baue ich irgendwie ein Modul drumherum, dass das zum Beispiel an den MongoDB anbindet oder gegen den SQL Server, was auch immer. Sehr egal. So, das heißt, mein Interface könnte jetzt so ausschauen. Ich würde gerne einen Contact haben und sage hier Load by ID und gebe eine GUI dran. Und dann implementiere ich das hier in meinem Mongo Repository aus, dieses Interface, und sage, hier gibt es eine Methode und hier mache ich dann Aufruf gegen meine MongoDB-Connection, was auch immer, was da hier in dieser Methode passiert. Jetzt habe ich euch aber gerade gesagt, das ist ein Aufruf gegen ein Drittsystem.
Das heißt, irgendwann rötet die Datenbank und unser Thread soll dabei nicht schlafen. Das heißt dann im Umkehrschluss, das Ding sollte als Async beispielsweise implementiert sein und einen Task of Contact zurückgeben. Und nicht mehr einen Contact. Seht ihr, was jetzt hier passiert, wenn ich dieses sozusagen dieses Pattern einsetze, dass ich Abstraktionen habe und die werden dann von bestimmten anderen Modulen implementiert, dann habe ich jetzt plötzlich ein Problem, weil ich, wenn ich diese einfache Variante hier gewählt habe, die nicht auf asynchrones Programmieren zugeschnitten ist, dann passt das Interface nicht mehr mit der Implementierung zusammen, weil Drittsystem soll asynchron sein, das heißt, wir müssen Async davor schreiben und einen Task of Content zurückgeben. Das heißt, dieses asynchrone Programmieren hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir jetzt unsere Interfaces im Core beispielsweise designen. Weil da oben muss jetzt nämlich auch die Signatur der Methode oder der Methodenkopf so ausschauen, dass ich eben den Task of Contact zurückhabe, damit ich hier eben keine Diskrepanz habe zwischen Implementierung und Interface. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt, den finde ich an Async Await nicht so gut, weil wir hier jetzt quasi sehen, dass wenn ich asynchron programmieren will, dann zieht sich das durch alle meine Bahnen durch. Ich kann nämlich eine asynchron deklarierte Methode durchaus synchron ablaufen lassen. Ich schreibe einfach Code rein, mache kein Await, ich lagere auch nichts auf irgendeinen anderen Thread aus und gebe dann einfach am Ende Task from Result oder Task completed Task zurück. Und damit ist eine asynchrone Methode eigentlich synchron ablaufend. In die andere Richtung geht es aber leider nicht. Also ich kann nicht sagen, ich habe hier eine synchrone Methode, die hat keinen Async, also auch keinen Task, gibt die zurück. Jetzt würde ich die aber gerne asynchron schreiben. Das geht nicht. Und das heißt, wenn wir das umfangreich in unsere Solutions mit reinziehen wollen, dann muss man dran denken, während man sein System oder seine Interfaces am Anfang designt. Also man sieht dann auch, wenn man sich jetzt die neuesten .NET Core Sachen, die sind ja alle Open Source, wenn man die sich anschaut, zum Beispiel Identity, das ist ein Identity Manager, den man in seine ASP.NET Core Anwendungen mit einbinden kann. Da sieht man auch, dass sämtliche Core-Funktionalität über Sign-In-Manager, User-Store oder sonstige andere Sachen, die sind alle nach diesem Muster implementiert. Dass die alle Task auf irgendwas zurückgeben. Auch wenn dann die Implementierung teilweise eben synchron geschrieben ist. Aber wenn man das hier einsetzen will, dann hat das eben auch Auswirkungen auf den Core. Was ich jetzt persönlich nicht ganz so prickelnd finde, aber die Vorteile von Async Await, die überwiegen halt diesen Nachteil, meines Erachtens. Okay. Zu deinem Thema, du hattest gesagt, Configure Await False. Mhm. Genau. Synchronization Context. Wer hat schon mal vom Synchronization Context gehört von euch? Okay. Wenige? WPF Dispatcher? Davon schon mal gehört? Ja? Zumindest eine Lache. Das ist gar nicht so ein lustiges Thema, finde ich. Dann Core Dispatcher, wer UWP oder hier Windows Store Apps vielleicht schon mal programmiert hat. Also, das sind eigentlich die Objekte, die dafür zuständig sind, dass auf einem gewissen UI-Thread eine Nachrichtenschleife immer wieder abläuft, die dann sozusagen dafür sorgt, dass Eingaben an die entsprechenden Controls weitergeleitet werden, dass sozusagen der UI-Thread nicht stirbt, sondern immer wieder neu gerendert wird. Und was ihr sicherlich auch kennt, ist Thread-Affinität. Also das kommt hier unten, nee, das kommt hier nicht. Aber Thread-Affinität heißt, wenn ich UI-Controls habe, wie Textboxen, Combo-Boxen, was auch immer, was ich da darstelle, dann darf ich die nur auf dem UI-Thread manipulieren. Weil sonst könnte es ja vorkommen, dass der UI-Thread gerade beim Button-Rendern ist und mittendrin wird dann gesagt, der Button ist nicht mehr 100 Elemente breit, sondern 200. Wie soll das denn ausschauen? Also Hälfte Button 100 und dann die untere Hälfte 200? Nicht so toll. Also auch aus diesem Grund, aber auch aus anderen, hat man sich dafür entschieden, dass UI-Frameworks üblicherweise Thread oder UI-Controls Thread-affin sind. Das heißt, ich darf sie nur manipulieren auf dem UI-Thread. Und Await kann euch dabei unterstützen, wenn ihr sagt, ich habe jetzt eine langlebige Operation, die möchte ich auf dem Hintergrund-Thread auslagern, weil die sonst das UI einfrieren lassen würde. Wenn nämlich auf dem aufrufenden Thread, hier an der Stelle, sagen wir jetzt irgendwann mal,
await, calculate something on background. Wenn hier ein Synchronization-Kontext auf dem UI-Thread existiert, und das wird automatisch von den ganzen UI-Frameworks gemacht, aber auch automatisch zum Beispiel von ASP.NET, dann sorgt das dafür, wenn dieser Task, den wir dann zurückerhalten, fertig ist, dass das Ergebnis automatisch wieder auf unseren UI-Thread nutzt. Das heißt, ihr könnt einfach await irgendeine Operation auf dem UI-Thread aufrufen, und wenn die Operation fertig ist, gelangt ihr automatisch wieder auf den UI-Thread. Ihr müsst euch dann nicht darum kümmern, dass ihr wieder Sachen in den UI-Thread einreiht, über den Dispatcher beispielsweise. Und dieser Synchronization-Kontext ist eben die Abstraktion dazu, und die wird eben dann automatisch von den entsprechenden UI-Frameworks üblicherweise initialisiert und an die Dispatcher rangehangen. Genau. So, und dein Configure-Await-False heißt letztendlich, dass auch wenn ein Synchronization-Kontext da ist, dann wird das nicht auf diesen wieder eingereiht. Das sollte man üblicherweise in Frameworks machen, wenn man das programmiert. Das heißt, wenn ich in Frameworks asynchrone Methoden schreibe, dann sollte ich auf die Tasks, die ich in diesem Framework selbst erwarte, also wo ich da await einsetze, sollte ich dahinter schreiben, Punkt, configure await false. Warum? Weil das hat diesen Hintergrund, dass wenn jemand auf dem UI-Thread sagt, ich erwarte das Ding nicht, und ich rufe einfach bloß Punkt Result ein, auf, dann kann das dazu führen, dass es zu Deadlock-Situationen kommt. Also sozusagen, der UI-Thread ist angehalten wegen dem Punkt Result, aber wir möchten von einem anderen Thread das wieder auf den UI-Thread einreihen, und dadurch kommt es zum Deadlock in der Nachrichtenschleife. Ist aber auch bloß ein nebensächliches Thema. Also wenn man jetzt bloß Applikationen entwickelt oder irgendwelche Services, dann muss man darauf jetzt nicht direkt achten, meines Erachtens. Okay. Gibt es zu diesem Themenkomplex jetzt noch Fragen? Vielleicht haben wir es denn überhaupt. Naja, es ist 7:30. Aber dann kannst du eine Pause machen, oder? Ich habe jetzt bloß noch einen Block, der vielleicht 20 Minuten lang ist, und dann bin ich auch schon fertig. Okay, dann kommen wir zum letzten Thema, das ich heute Abend mit euch besprechen will. Und zwar, wir schauen uns mal an, was eigentlich passiert, wenn wir Data Races produzieren. Und dazu eine kleine Frage an euch: Was passiert denn, wenn wir diesen Code hier ausführen? Was wird ausgegeben? Also ihr müsst euch sozusagen vorstellen, dass Thread A von einem Thread A aufgerufen wird und gleichzeitig Thread B von einem anderen Thread. Was könnte rauskommen, wenn wir dieses Programm hier ausführen? Exception wahrscheinlich, oder? Bitte? Exception. Wieso eine Exception? Wenn es in Thread ist und man in Konsole kann, und das ist keine User-Thread. Nö. Die Konsole, du kannst von jedem Thread aus auf die Konsole zugreifen, und Console Write-Line ist synchronisiert. Das heißt, du kannst auch parallel Console-WriteLine aufrufen, und das wird dann in eine serielle Form gebracht. Also da ist ein Log-Statement drin. Das ist kein Problem, dass du auf irgendwelchen Threads Console-WriteLine aufrufst. Vielleicht wird mal was geschrieben, vielleicht nicht. Okay, also du sagst wahrscheinlich, entweder wird 42 ausgegeben oder nichts. Ich glaube ja. Du sagst 0 auch. Nee, was war denn? Ich habe okay. Also ja, das ist richtig, das ist ein Ergebnis, aber es ist nicht das einzige. Wenn sie zwei da öfters hinterlappen. Wieso das? Okay, ist keine Schleife. Da ist keine Schleife drin, genau. Also es wird auf jeden Fall nur eine Ausgabe auf der Konsole gemacht. Und eine Antwort war, es könnte 42 rauskommen. Und es, die zweite Möglichkeit war, es wird gar nichts ausgegeben. Aber es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit. Hast du mich initialisiert? Du hattest noch eine Idee? Könnte auch abstürzen, wenn Thread B als erstes aufgerufen wird, weil es completed hat keinen Wert. Wenn du die Klasse mit new initialisiert wird, ist complete automatisch auf false gesetzt. Na gut. Ja, aber der Witz ist, es könnte auch null ausgegeben werden. Und
Das ist auch total crazy, als ich das zum ersten Mal gehört habe vor ein paar Jahren. Warum kann hier 0 ausgegeben werden? Also es müsste ja heißen irgendwie, keine Ahnung, hier müsste jetzt complete auf true gesetzt werden, aber das Statement wird nicht ausgeführt. Und der Grund, warum das nicht funktioniert, oder warum das ausgegeben werden kann, ist Caching Optimization und Instruction Reordering. Das sind Eigenschaften, die eure CPU üblicherweise innehat, kann aber auch vom Compiler, also vom C-Sharp-Compiler oder vom JIT-Compiler zur Laufzeit dann gemacht werden. Was heißt das? Diese Optimierer in den Compilern und in der CPU, die gehen aus einer Single-Threaded-Perspektive an die ganze Sache ran und sagen, ja, also das ist hier eine synchrone Methode und das ist ja jetzt vollkommen wurscht, ob ich jetzt dieses Statement dahin stecke und das nach oben oder eben nicht. Also quasi, wenn ich hier die Reihenfolge vertausche als CPU beispielsweise, dann kommt ja für den Nutzer das gleiche Ergebnis raus, nämlich dass die Felder so gesetzt sind, wie das diese Methode da beschrieben hat. Also, wenn wir nicht synchronisieren, kriegen wir hier sozusagen eventuell einen Verdreher hin. Und das sorgt dann quasi dafür, dass Thread A vielleicht ist complete auf true setzt, bei Answer dann vielleicht aber unterbrochen wird, währenddessen kommt Thread B dran und sagt, naja, ist complete, ist ja true, das heißt, ich gebe mal raus, was in Answer drinsteht. Und das wäre dann noch 0. Und das passiert halt auf unterster Ebene üblicherweise und das merkt man vielleicht auch nicht sofort oder kommt nicht sofort dahinter, was da das Problem sein könnte. Genau, also kann von Compilern eingesetzt werden oder auch von der CPU. Wie behebt man das Ganze? Zum Beispiel mit Full Memory Fences. Was ist ein Full Memory Fence? Wir sehen jetzt hier zwei Stück, die ich eingefügt habe. Das ist dieses Interlocked Memory Barrier hier und hier. Was sagt dieses Interlocked Memory Barrier aus? Zum einen, die CPU oder irgendein Compiler, was auch immer, darf jetzt diese beiden Statements nicht mehr vertauschen, weil da ein Fenster zwischen. Also im akademischen Umfeld sagt man üblicherweise ein Memory Fence, in .NET heißt es Memory Barrier, ist aber eigentlich das gleiche gemeint. Wenn ich jetzt Fence oder Barrier sage, ist kein Unterschied. Aber diese beiden Statements dürfen jetzt nicht mehr vertauscht werden. Gilt das für ganze Codeblöcke, die drunter und drüber stehen? Ja. Also deswegen Full Fence. Nicht nach oben und auch nicht nach unten. Das hätte man jetzt auch eine Zeile nach oben schreiben können, oder ganz unten? Oder? Wenn du das jetzt eine Zeile höher schreibst, dann kannst du immer noch die beiden Statements hier untereinander vertauschen, rein theoretisch. Ja? Also ich gehe jetzt davon aus, dass du... Das ist doch gerade eben in einen Codeblock, oder? Ja, das trennt die zwei Codeblöcke, der oberen vom unteren. Und die kann oben tauschen und unten. Ja, ja. Also, üblicherweise... Das heißt, ich bräuchte jetzt hier mehr, wenn ich jetzt drei Variablen zuweisen muss. Genau, zum Beispiel, ja. Außer du sagst, wenn die sich vertauschen, ist kein Beinbruch. Okay. Genau, also das sorgt jetzt erstmal dafür, dass diese beiden Statements schon nicht mehr verändert werden können. Und dass Answer 42 hier allen anderen Threads zur Verfügung steht. Also wenn ich eine Memory Barrier einziehe, dann heißt es, dass die bisherigen Änderungen, die sich vielleicht nur im CPU-Cache befinden, dass die jetzt so publiziert werden, dass alle Threads darauf zugreifen können. Das heißt, wenn der nächste Read kommt, ist alles okay. Und genau das Gleiche machen wir jetzt hier unten auch. Also man kann jetzt, das ist auch sehr gut, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, CPUs können für euch Funktionen aufrufen, obwohl die eigentlich durch eine if-Abfrage abgesichert sind. Die Berechnung bis zum if ist quasi noch im vollen Gange. Er weiß noch nicht, ob er die Methode aufrufen soll, aber er macht es teilweise, wenn er quasi sieht, dass da keine wesentlichen Seiteneffekte dadurch entstehen, ruft er diese Methode im Voraus auf, cached sich das Ergebnis und dann, wenn quasi das If-Statement sagt, okay, wir brauchen das jetzt, dann wird einfach das fertige Ergebnis verwendet. Das ist auch heftig, wenn man sich mal drüber nachdenkt, was die CPU-Leute da implementiert haben. Dieses Interlocked Memory Barrier hier verhindert das. Also auf jeden Fall Prozessor macht so was nicht. Da wird Cache einfach resettet. Wenn sowas passiert, wird Cache resettet und neu geladen. Also das macht dann das definitiv. Also ich habe gelesen, dass teilweise Intel-Prozessoren Methoden aufrufen, obwohl
das entsprechende... Nicht Prozessor, irgendwas in C-Sharp Implementation. Aber selbst Prozessor macht solche Dinge nicht. Also ich habe das so gelesen. Ich bin jetzt kein Low-Level-CPU-Spezialist, muss ich dazu sagen. Aber ich meine... Kann sein, dass Sie irgendeine Methode verwenden, dass das separat ausgeführt ist. Aber wenn Code konsequent geht, dann ist es auch so ausgeführt. Und da gibt es Conveyor und er sammelt und wenn Prediction nicht stimmt, wird er ausgesetzt und neu gemacht. Und dann Zeitvergrößerung. Und Zeitvergrößerung kann wesentlich sein. Ja, ja, aber war das nicht gerade das, was ich erklärt habe? Weil dann, weil, so wie ich dich gerade verstanden habe. Bei Prozessor. Ja, genau. Ja. Also die Methode kann vom Prozessor vorher aufgerufen werden und wenn dieses If-Statement nicht zutrifft, dann wird der Cache resettet. Genau. Dann ist Compilers implementiert, dass der Befehl in solche Folge erfolgt. Okay, also das muss ich nochmal nachprüfen. Ich glaube, dass es Prozessoren machen, vielleicht macht es auch der Compiler. Von Hürden aus, wenn er so. Es würde ja auch Sinn machen, dass es ein Prozessor macht, wenn ich sehe, ich habe 8 Kerne, die anderen machen nichts, dann kann ich doch schon mal vorher was machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das können wir ja nachher, glaube ich, nochmal ausdiskutieren. Genau. Also, aber prinzipiell ist Instruction Reordering auch bei solchen If-Sachen möglich. Das ist das, glaube ich, Wichtige, was man hier jetzt mitnehmen sollte. Genau, und wenn man ganz sicher gehen will, dass dieses... Aber sowas nachstellen? Ich habe jetzt dieses Problem nicht nachgestellt. Ich habe noch ein Beispiel gleich dabei, wo du siehst, was passiert, wenn man diese Fences nicht einsetzt. Also ich habe auch dieses Beispiel bei mir daheim ausgeführt. Ich habe es nicht so hinbekommen, dass quasi 0 ausgegeben wird. Habe ich nicht hinbekommen. Also es ist entweder immer in den Fall reingegangen, das ist complete auf false war, oder eben nicht, aber ich konnte das, mit, dass er mir 0 ausgibt, hier nicht rausgeben. Das ist aber in der einschlägigen Fachliteratur. Auch in der Release-Version? Ja, ich habe bloß Release-Version. Also weil diese Optimierungen, von denen ich gerade gesprochen habe, gelten nur für Release. Obwohl sowas also passiert nur bei Kunden, das ist klar. Genau. Das ist nicht der Fall. Okay. Gut, ich habe jetzt im Prinzip noch 2 weitere Fences eingefügt. Die sorgen sozusagen dafür, dass dieses IsComplete auf jeden Fall so schnell wie möglich publiziert wird. Auch hier davor, dieser, Entschuldigung, ich habe den hier eingefügt. Hier unten. Sodass dieses so schnell wie möglich an andere Cores publiziert wird in der CPU. Das sorgt diese anderen beiden Interlock Memory Barriers, die wir jetzt hier haben. Ansonsten kann es vorkommen, dass eben die CPU sagt, oh, dann schiebe ich erstmal im Cache und wenn ich dann spät, oder quasi in meine Instruction Queue und irgendwann später schreibe ich das mal wirklich in den Memory zurück. Und jede Core hat natürlich seinen eigenen Instruction Cache in der Hinsicht. Du hast eine Frage? Entschuldigung, ich kann erklären, was das ist. Wenn diese Dinge in 2 Register liegen, kann sowas passieren. Das in einem Register und zweiter und dann kommt hier und ein Register ist geführt, zweite nicht. So kann es passieren. Ja, aber es geht ja jetzt eher darum, dass das hier und das hier von 2 unterschiedlichen Codes. Genau. Wenn es in Register geladen ist, wegen Optimierung. Genau. Und dann kommt zum Beispiel dieses schon geladen, dieses noch nicht. Genau, ja, das kann sein. Ja. Du hattest noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett falsch bin, aber da gibt es ja auch dieses Schlüsselwort Volatile. Da komme ich gleich dazu. Achso, okay, weil das habe ich dann. Genau. Aber ich wollte bloß erstmal kurz mit Memory Fences arbeiten, damit wir hier verstehen, was das in etwa tut. Was benutzt auch Full Fences? Also quasi, wo wird auf jeden Fall synchronisiert? Beim Lock Statement. Also überall, wo ich ein Lock habe ich auch ein Full Memory Fenster drum. Das heißt, wenn das Lock startet, wird es mit allen Threads synchronisiert, wenn das Lock zu Ende ist, auch. Alle Methoden der Klasse Interlocked, da kommen wir gleich dazu. Wir haben ja in dem vorherigen Beispiel schon mal Interlocked zumindest mal beschnuppert. Dann haben wir hier asynchrone Callbacks und Task Continuations. Also auch wenn wir hier jetzt Await einsetzen, da ist so ein Full Memory Fenster drum und deswegen braucht man von deiner Frage von vorhin eben
keine weitere Synchronisierung machen. Und wenn wir sowas wie Auto-Reset-Event, Manual-Reset-Event und deren Slim-Varianten einsetzen und so weiter, da ist auch überall ein Full-Manual-Event drumherum. So, dann gehen wir nochmal in ein anderes Beispiel. Gut. Wir haben hier wieder ein Konsolen. Ich habe eigentlich bloß Konsolen-Applikationen heute da. Wir haben hier eine Main-Methode, in der ich einen neuen Thread erzeuge, auf dem ich Spin aufrufe. Und Spin macht hier eigentlich bloß Folgendes. Wir haben hier ein isActive gleich false. Und solange dieses isComplete, was ein Feld ist, hier oben, also auf das können beide Threads einfach so zugreifen, solange dieses Feld isComplete false ist, switche ich dieses isActive hin und her. Also der rennt auch wie blöde wieder durch diese Schleife durch und macht true, false, true, false, true, false, true, false auf diesen isActive-Variable. Was mache ich hier? Ich starte diesen Thread, wo diese Methode ausgeführt wird, dann schlafe ich mal 2,5 Sekunden, dann setze ich isComplete auf true und dann warte ich, bis der andere Thread fertig ist. Das macht dieses Thread.join. Das heißt, leg dich schlafen, bis der andere Thread, auf den du Join aufgerufen hast, beendet wurde, dann machst du an genau der Stelle weiter. Und nachdem das passiert ist, rufe ich dann ganz am Ende auf Other Thread Completed Spinning. Okay, so, dann starten wir das doch mal im Debug-Modus. Und wir sehen, er ist hier bei, nach 2,5 Sekunden, kommen wir ungefähr hier in dieses Spinning rein. Also es hat ein bisschen länger gedauert als 2,5 Sekunden, wie, glaube ich, jeder mitbekommen hat. Kein Problem. So, dann gehen wir jetzt mal in den Release-Modus. Und lassen das hier laufen. Und jetzt sollte ja auch nach 2,5 Sekunden dieses Programm wieder zum Ende kommen. Aber man sieht, das passiert nicht. Und das ist eigentlich so das Paradebeispiel an Instruction Reordering. Was wir jetzt hier unten nämlich haben, ist Compiler oder CPU, ich weiß gar nicht was, geht jetzt wieder hier ran und sieht es aus einer Single-Threaded-Sicht und sagt, naja, der guckt hier auf isComplete, ist das false, aber er aktualisiert in dieser Methode isComplete ja gar nicht. Das heißt, ich kann isComplete einfach mal aus der While-Schleife rausziehen. Das heißt, der macht hier eigentlich draus quasi eine if-Abfrage vor der While-Schleife. Ist complete denn false? Wenn ja, dann für die While-Schleife aus. Und im Kopf steht dann bloß noch true. Also diese While-Schleife bricht nicht ab. Wenn wir hier in diese Konsolenapplikation schauen, läuft noch immer. Er ist noch nicht oben angekommen, dass der Join vorbei ist. Das macht aber der Compiler. Das kann 100%ig, weil würde ich mir auch vorstellen. Tut auch zum Beispiel. Ja. If-Sachen gar nicht kompilieren, also wenn man das dekompiliert, sieht man dann den ganzen Quellcode nicht. Das könnte man jetzt machen, dass man mal in den IE schnell reinschaut. Das stimmt. Also das ist mit Wahrscheinlichkeit der Compiler. Aber wir sehen jetzt hier, im Debug-Modus funktioniert es und da testet ihr ja hauptsächlich auch eure Software. Macht ihr umfangreiche Tests im Release-Modus, dann kann halt sowas mal reinrutschen und dann hat man eben Probleme, das Ganze zu steuern. So, wie wäre es, wenn wir jetzt hier kurz mal diese Memory Fences, die wir gerade eben besprochen haben, hier jetzt einbauen, damit wir eben auch im Release-Modus irgendwann zum Ende kommen. Wo muss ich die Memory Fences hinsetzen, damit das Ding terminiert? Ich habe mal einfach unten bei dem While geklammert rum machen, über das Active, ob es angeht. Wo? Die While-Schleife, die da ist. Und da soll ich eine Klammer, inwiefern? Nein, nicht dieses Active in die Klammer einbauen. Oben in den Schleifenkopf, meinst du? So wie eine normale Schleife ist. Ich tue eine Klammer auf, dann ist Active, ist gleich nicht, doch ist Active. Ja, genau. Achso. Ja. Komm mal gucken, ob das okay ist.
geht. Also das war bloß meine Schreibfaulheit. Aber das würde trotzdem nicht das Problem lösen, dass das wegoptimiert wird. Also, wenn ich bloß ein Statement irgendwo habe, dann lasse ich üblicherweise die geschweiften Klammern weg, weil die möchte ich nicht sehen, wenn ich den Code irgendwann später lese. Das ist bloß meine Schreibfaulheit. Aber das löst unser Problem nicht. Okay, aber wo setzen wir jetzt die Memory Barriers hin, damit das Ding funktioniert? Je nachdem, was du vorhin gesagt hast, würde ich zwischen ist complete, ist der true und thread vom join machen, aber dann hast du ja gesagt, wenn der unten ist, natürlich eh, dann endet in der if-Ding, würde es auch nichts bringen. Guter Hinweis. Wir machen das jetzt erstmal bloß so. Wir würden jetzt wahrscheinlich glauben, dass das unser Problem löst. Also zumindest war das deine erste sporadische Antwort. Und wir schauen mal, ob das funktioniert. Und der Witz ist, shit, funktioniert nicht. Also ich habe auch, als ich mit diesem logfreien Programmieren angefangen habe, wenn man ein normaler Entwickler ist, der so anfängt, dann sagt halt jeder, okay, wenn du Data Races vermeiden willst, machst du überall einen Log drumherum, wo eben Ressourcen auf mehreren Threads geteilt werden und dann passt es. Und das ist halt auch eine Variante, bloß wenn ein Log eben von mehreren Threads angelaufen wird, dann schläft halt mindestens einer von denen. Genau. Und wir sehen jetzt hier, dass dieses Interlocked nicht genau so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also der Witz ist quasi, durch dieses Interlock sorgen wir dafür, dass erstmal das hier nicht mit dem hier oben vertauscht werden kann. Das ist schon mal klar. Und dass diese Ergebnisse bis hier hinten so schnell wie möglich an die anderen Threads weiterpubliziert werden. Heißt aber nicht hier unten, dass wir dem Compiler verbieten, dass er diese Optimierung rausnimmt. Also wir müssen sozusagen hier auch noch ein Interlocked und Memory Barrier hier einfügen, damit wir ihm jetzt sozusagen mitteilen, bitte schieb mal dieses isComplete nicht aus der While-Schleife raus, sondern, also, ja, ich zeige es jetzt einfach kurz hier im laufenden Betrieb. Und wir sehen jetzt hier, dass der Prozess jetzt tatsächlich beendet. Und man muss sich halt einmal verinnerlichen, dieses Interlocked hat zwei Funktionen, Instruction Reordering verhindern, und Sachen publizieren an andere Threads. Genau. Man kann statt diese Interlocked Memory Barriers einzusetzen, auch was ganz anderes nehmen, und zwar folgendes Schlüsselwort. Volatile.read. Was macht Volatile Read? Das ist ein sogenannter Acquiring Fence. Das sagt im Prinzip aus, Instruktionen, die danach folgen, die dürfen nicht davor geschoben werden. Was aber durchaus passieren kann, ist, dass von oben was nach unten durchrutscht. Und dadurch sind diese Half Fences, nennt man die auch, oder Acquiring und Release Fences, die sind ein bisschen schneller als die Full Fences, die wir jetzt gerade bei Interlocked Memory Barrier gesehen haben. Und dieses Volatile Read ist quasi dazu da, liest den letztmöglichen Status aus isComplete aus. Und du darfst hier auch nicht rumoptimieren. Das ist im Prinzip vereinfacht ausgedrückt, dieses Volatile Read. Wenn ich das sauber machen will, im ganzen Beispiel, oder wir können es jetzt mal schauen, dass, wenn ich das hier oben, hier, was wir gerade gesagt haben, rausnehme, Stunden später, okay. Dann sehen wir, dass der Prozess auch irgendwann zum Ende kommt. Dieses isComplete wird wahrscheinlich nicht sofort publiziert, also es könnte noch im Cache vom ursprünglichen Thread rumhängen, aber irgendwann wird auch der das zurückschreiben und dann kommt eben dieses Volatile Read ran und kann es lesen. Wenn wir das ganz sauber lösen wollen, müssten wir hier nach oben natürlich auch ein Volatile Write benutzen. Das heißt, wir machen hier ein isComplete und setzen das Ding auf True. Und damit haben wir eben die schnellstmögliche Publizierung
Und das Volatile Write hat eben diesen Release-Fenst, was im Prinzip aussagt, dass Statements, die davor sind, nicht danach rutschen dürfen. Aber Statements, die danach sind, könnten rein theoretisch davor rutschen. Wenn ich aber bei der Deklaration das Volatile Write mache, habe ich dann keinen Unterschied zu dem hier? Oder? Richtig, genau. Die Variante hier oben kann man natürlich auch machen. Und hier meckert dann schon der Resharper, dass ich hier eigentlich auch eine vereinfachte Schreibweise nehmen kann, genauso hier unten. Wenn ich das Volatile Keyword auf ein Feld anwende, dann passiert genau das gleiche, wie wenn wir Volatile Read und Write aufrufen. Also es ist euch überlassen, ob ihr quasi Volatile an den Feldern anbringt oder ob ihr diese Volatile Read und Write Methoden macht. Ich persönlich nehme lieber Volatile Read und Write, weil dann sehe ich in den Methoden, wenn ich die lese, sofort, dass da irgendwas mit Synchronisierung von mehreren Threads abläuft. Wenn ich das irgendwo beim Feld stehen habe, könnte ich das gegebenenfalls übersehen. Und solche Klassen, die hier Interlock machen, die sind meistens nicht so kurz, weil die doch relativ viele Funktionalitäten ineinander vereinigen. Aber im Prinzip wäre die komplett identische Variante, er wird sich hier oben wahrscheinlich bloß beschweren, dass ich das reordern soll, oder? Ja. Also wenn ich Volatile mit ans Feld ankomme, dann wird aus diesem Feld immer Volatile gelesen und immer Volatile geschrieben. Das kann man sich merken. Genau. Also wir haben gesehen, ohne Synchronisierung haben wir wenig Spaß, zumindest im Release-Modus. Wir haben Volatile Read und Write gesehen, die eben genauso wie der Memory Fence an sich mitteilt, keine Optimierungen. Und wir können Volatile Read-Write mit den primitiven numerischen Datentypen üblicherweise benutzen oder eben auch mit Referenztypen. Also wir können auch sozusagen in Anführungszeichen Pointer damit auslesen und setzen. Genau. Was ist so ein Merksatz, wenn man anfängt, logfrei zu programmieren? Wenn du eine Methode schreibst, die von mehreren Threads gleichzeitig ausgeführt wird und indem man eben auf Memory zugreift, der von allen Threads geteilt wird, dann das erste Datum mit Volatile Read einlesen, das letzte schreiben mit Volatile Write. Das ist schon mal der erste Ansatz, damit man sozusagen logfreien Code richtig schreibt. Man muss dann auch immer noch dazwischen überlegen, brauche ich hier vielleicht auch nochmal eine Synchronisierung zwischen den Threads, aber das kommt dann jeweils auf den Kontext an. Aber wenn man anfängt, logfreien Code zu schreiben, dann sollte zumindest das Erste, was man aus dem Feld einliest, also es ist dann der übliche Vorgang, ich mache ein Volatile Read auf dem Feld, hole mir diesen Wert in eine lokale Variable, darauf mache ich bestimmte Berechnungen und dann versuche ich das zurückzuschreiben. Das ist dann die letzte Operation mit dem Volatile Write. Genau. Okay, dann dieses Volatile Read und Write und die Memory Fences sind ganz nett, um Sachen zu synchronisieren. Ich komme damit aber nicht ans Ziel, dass ich Data Erases vermeide, ohne dass ich Logs einsetze. Und die Klasse Interlocked, die wir auch schon jetzt zum Teil gesehen hat, die hat tatsächlich Methoden drauf, mit denen ich logfrei programmieren kann und Data Erases vermeiden kann. Und deswegen schauen wir uns mal kurz an, was diese Interlocked-Klasse uns zu bieten hat. Die hat einerseits die Increment-Methode, die haben wir vorhin gesehen. Was macht die? Die erhöht atomar einen Wert um 1, also das typische Plus-Plus, und gibt dann aber den erhöhten Wert auch zurück. Also man kann sich dann wieder in der Variable bei sich halten und hat dann den Wert beim Setzen. Ja, also. Und das Gleiche geht auch mit Decrement, also in die andere Richtung. Ich habe dann in den Kommentaren drüber immer geschrieben, was der typische Operator wäre, den man eigentlich einsetzt im synchronen Fall. Nur dass diese Operatoren eben nicht im Multithreading eingesetzt werden sollen, natürlich, ne? Weil die sind nicht atomar und thread-sicher. Ja, man kann auch addieren, habe ich persönlich noch nie gemacht. Jetzt wird es langsam interessanter. Die Exchange-Methode, was macht die? Wir sagen, ich habe einen alten Wert, da speichere ich den Zielwert erstmal rein. Und dann setze ich meinen neuen Wert, das ist Value, auf das Ziel und gebe dann den alten Wert zurück.
Das heißt, mit dieser atomaren Operation kann ich quasi sagen, ich möchte dieses Feld hier mit folgendem Wert bestücken und kriege gleichzeitig zurück, was der alte Wert war, in der atomaren Art und Weise. Das ist schon mal nicht schlecht, aber damit sind wir noch nicht ganz am Ziel. Was das wirklich Wichtige ist, ist der sogenannte CAS, Compare and Switch, nennt man den allgemein. In .NET heißt es natürlich wieder ein bisschen anders, da heißt es Compare Exchange. Was macht das? Das ist nämlich der Schlüssel zu allem. Wie beim vorherigen Beispiel, lesen wir erstmal den Wert aus dem Ziel aus. Und dann sagen wir, wir vergleichen den Zielwert mit einem Komparanten, den wir hier unten mitgeben. Und wenn dieser Zielwert, also oder wenn dieses If-Statement true zurückgibt, dann setzen wir unseren Wert da rein. Und dann geben wir den alten Wert zurück. Also wir haben hier quasi so ein If-Statement mit drin. Was heißt es im Wesentlichen? Ich kann jetzt sagen, in einem Multithreading-Szenario, wo mehrere Threads zum Beispiel auf das gleiche Feld zugreifen, kann man als einzelner Thread sagen, ich glaube, dass das da drin steht. Und ich möchte, wenn das da drin steht, den Wert so aktualisieren. Beispiel, ich habe ein Array und da steht 0 drin. Und ich glaube, dass jetzt gerade 0 drin steht, wenn ich da einen Wert reinschreiben will. Und wenn dann dieser Compare Exchange aber zurückgibt, Moment, da war gar nicht 0 drin, dann habe ich quasi mitbekommen, dass in diesen Array-Slot gerade ein anderer Thread mir irgendwas reingeschrieben hat. Aber ich habe dafür keinen Log verwendet. Also ich habe nicht den Array gelockt, um da irgendwie mit mehreren Threads gleichzeitig auf diesen Array zuzugreifen. Und das ist quasi der Schlüssel, dieses, ich glaube, es ist das drin und wenn das der Fall ist, schreibt das mal da rein. Dieses Ding in einer atomaren Operation ist der Schlüssel dafür, dass wir sozusagen logfrei programmieren können. Das ist das Wichtigste. Genau, und dann schauen wir uns das gleich mal noch kurz an einem Beispiel an. Wieder eine wunderschöne Konsolenapplikation. Was habe ich hier? Ich habe hier zwei Arrays, die ich initialisiere. Einmal mit 1 Million Einträgen, einmal mit 150 Millionen Einträgen, also schon ordentliche Brocken. Und ich initialisiere hier den großen Array mit 1 Million Einträgen und dann initialisiere ich den unglaublich viel größeren Array hier oben. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Ich habe hier einen Copy Single Threaded. Was das macht, ist einfach, ich gehe in einer ganz normalen Vorschleife durch und schreibe jedes Element vom alten Array in den neuen Array, aber halt auf einen Thread. Und im Hauptprogramm checke ich dann auch noch, wie lange das jeweils hier gedauert hat mit dieser Stopwatch. Genau, das gebe ich danach aus. Also wir schauen jetzt mal, wie schnell dauert Array kopieren mit einem einzigen Thread. Und wir sehen jetzt hier, dass 1 Million Items hat, sagen wir mal, knapp 200 Millisekunden gedauert. So, dann gehen wir in die andere Variante. Ich mache hier ein logfreies Multithreaded Kopieren. Das ist ein Objekt, wo ich dann eben beide Arrays reingebe und dann rufe ich auf diesem neuen Objekt einfach Run auf. Was hier jetzt passiert, ist Folgendes. Wenn wir hier Run aufrufen, dann erzeuge ich mir über dieses lustige Link-Statement einfach neue Tasks, und zwar genauso viele, wie ich Prozessoren habe. Also ich gehe hier quasi durch, ich mache mir quasi eine Range von 0 bis Prozessor-Count, dann für für jede Zahl, die ich dann hier habe, erstelle ich einen neuen Task, auf dem ich dieses Copy from Old to New mache. Und dann rufe ich eben auf diese Tasks, also das wird dann eine Collection von Tasks, und dann rufe ich hier einfach Wait All auf. Also wieder blockierend, aber ich habe ja keine Nachrichtenschleife auf einer Konsolenapplikation, deswegen habe ich das hier vereinfachend gemacht. Okay, was macht Copy Old from New? Hier benutze ich jetzt eben dieses Interlocked Increment, um auf dieses Feld von allen Threads aus zuzugreifen, ohne dass ich hier in Race Conditions reinkomme. Ich sage nämlich einfach, dieses Current Index ist auf minus 1 ursprünglich initialisiert. Und ich sage jetzt quasi,
der erste Thread, der irgendwie drankommt, weil irgendeiner muss ja gewinnen, der setzt das Ding quasi auf 0 und gibt dann diesen Index hier zurück. Und der sagt dann quasi, ich kopiere jetzt das nullte Element. Und irgendein anderer Thread, der inkrementiert den dann halt auf 1 und auf 2 und auf 3 und so weiter. Und genau das ist eben die typische logfreie Programmiervariante, dass man sagt, ich habe ein geschertes Feld, auf das alle Threads Zugriff haben, hol mir den über so eine atomare Operation einen Wert in eine lokale Variable und mach darüber dann eine Berechnung. Genau. Und dann lassen wir das jetzt mal laufen. Wer glaubt, dass dieses, wir haben ja einen ziemlich großen Array, wer glaubt, dass dieses logfreie Kopieren schneller ist als das Single-Threaded? Hand hoch. Wer glaubt, dass das so ist? Einer? Ja. Zwei? Drei? Warum sind die anderen so skeptisch? Wegen dem Link. Okay. Die werden doch Delegates gemacht ohne Ende. Und ich glaube nicht, okay, dass es schneller. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, dass ich dann vielleicht nach dem Vortrag mal spaßhalber ausprobiere, dass ich das imperativ runterprogrammieren, anstatt hier Link zu benutzen, das kann natürlich sein. Aber euer Instinkt lässt euch nicht im Stich. Wir hatten vorher knappe 200 Millisekunden und wir sehen jetzt hier, das dauert schon viel länger. Und wir sind dann letztendlich bei 3,32 Millisekunden. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt an Link zusammenhängt. Das glaube ich nicht. Also ich habe es gelesen. Das Link ist nicht die schnellste Variante, aber deklaratives Programm ist meistens nicht. Wir haben etliche Delegates, und zwar nicht nur eins für jede Iteration gemacht, sondern ich glaube 4 oder 6 oder irgendwie sowas. Und das gibt einen riesen Overhead. Okay, aber wir können es ja mal nach dem Talk ausprobieren, dass man das imperativ schnell runterschreibt. Und dann schauen wir mal, was das für einen Performance-Einfluss hat. Das ist eigentlich eine berechtigte Kritik an diesem ganzen Ding, was ich hier zeige. Aber das Wichtige ist, dieses CPU-Synchronisieren, weil wir machen hier ja quasi bei jedem Schleifendurchlauf eine CPU-Synchronisation mit allen anderen Kernen. Das liegt ja daran, dass dieses Interlocked Increment automatisch Full Fences drumherum hat. Also einen davor und einen danach. Und das sorgt halt eben auch dafür, dass man die ganzen Optimierungen, die in den Kernen oder die in den CPUs integriert sind, dass die im Wesentlichen eigentlich ausgeschaltet werden hier. Und mein Tipp an euch ist wirklich, messt immer nach, ob diese Performance-Optimierungen, die ihr hier macht, ob die euch wirklich was bringen. Weil vielleicht hat jetzt jemand hier so ein bisschen Hype verspürt, so, oh, logfreies Programmieren, nie wieder Threads, die schlafen. Das mag schon sein, aber es heißt nicht unbedingt, dass euer Code dadurch schneller läuft. Also das Wichtige ist eigentlich immer, messt das, was ihr an Code schreibt. Okay. Dann noch kurz in die logfreien Algorithmen. Basierend jetzt auf dem, was wir gerade uns erarbeitet haben, habe ich mir mal überlegt, im Ende November und im Dezember, kann man denn eigentlich sowas wie ein Dictionary auch logfrei implementieren? Weil es gibt das Dictionary in .NET, das hat überhaupt keine Synchronisierung drin, also da müsste ich meine Logs dann selber drumherum machen, wenn ich das Multithreaded einsetzen will. Oder das Concurrent Dictionary, das benutzt intern Logs. Und ich habe dann bei einem sehr, sehr guten Java-Programmierer gesehen, dass er ein logfreies Dictionary für die Java Runtime oder für das Java Framework besser gesagt mit umgesetzt hat, was mich dann schon interessiert gemacht hat, ob man sowas nicht auch in .NET mal nachprogrammieren kann. Und hier kommt jetzt eben dieser Compare-Exchange-Gedanke zum Ausdruck. Wenn ich jetzt sagen will, ich möchte in mein Dictionary etwas einfügen, dann sage ich einfach mal, okay, ich habe hier dieses Item und ich berechne mir einen Hashcode zu diesem Item und dann möchte ich das jetzt hier einfügen beispielsweise. Und jetzt kommt genau dieses Compare and Switch, oder Compare Exchange, wie es in .NET heißt. Und hiermit kann ich jetzt quasi fragen, ist diese Stelle im Array frei, auf atomare Art und Weise. Und wenn dann von Compare Exchange zurückkommt, nö, da steht schon was. Dann könnte ich eigentlich sagen, okay, dann rutsche ich im Array jetzt eine Stelle weiter und versuche mal, das Ding da einzusetzen. Und das funktioniert dann quasi. Weil dann würde quasi Interlock Compare Exchange
dieses Item A tatsächlich in den Array reinsetzen und damit hätte ich quasi dieses Add zum Dictionary aus hinzugefügt. Und wer sich von euch mit Hashmaps und Dictionaries intern auskennt, der wird wahrscheinlich wissen, dass man eher mehrere Arrays oder mehrdimensionale Arrays verwendet oder quasi ein Array, der den Bucket Array darstellt und andere sind dann Nodes, die an diesen Buckets dranhängen. Das hier ist wirklich bloß ein Array. Das hat auch der Mensch in der Java-Welt so implementiert, weil er gesagt hat, das ist viel schneller als diese Node-Variante. Aber da komme ich gleich noch zur Performance hinzu. Und was hier quasi immer gemacht wird, ist, anhand des Hashcodes von einem Item wird eben eine andere Position im Array bestimmt. Und wenn mein Array dann zum Beispiel so ausschaut, dann könnte ich jetzt beispielsweise nach Item C oder sagen wir mal nach A suchen, würde dann durch den Hashcode hier anfangen und dann gehe ich einfach schrittweise weiter, bis ich tatsächlich Item A gefunden habe. So, oder Key A, besser gesagt. So muss man das ja ausdrücken. Genau. Ja, da kann ich jetzt hier nochmal kurz zeigen, wie das Ganze dann im richtigen Code aussieht. Also, vielleicht gleich ein paar Anekdoten noch dazu. Man muss sich halt genau überlegen, wenn man solche logfreien Algorithmen schreibt, was passiert da genau? Also man hat relativ wenig die Möglichkeit, dass man den Debugger einsetzt. Weil sobald ich den Debugger einsetze, verändere ich ja das Timing bei der Ausführung. Und damit kann ich meistens nicht die Situation nachstellen, bei der es eigentlich gerade zum Fehler kommt. Aber, war jetzt schon fertig geladen. Wir schauen jetzt mal so einen kleinen Grundbaustein an. Wenn ich ihn finde, das wäre der Concurrent Array, genau. So. Also der Concurrent Array ist bei mir im Prinzip ein ganz normaler Array, der kann auch nicht größer oder kleiner werden, aber man kann eben logfrei in ihn Sachen reinschreiben und auslesen. Und hier schauen wir uns jetzt zum Beispiel mal die Try-Add-Methode an, damit man mal ein komplexes Beispiel sieht, wie dieses logfreie Programmieren dann aussehen kann. Im Prinzip fange ich quasi mal an. Ich bekomme hier einen Entry und dann berechne ich mir aus diesem Eintrag, der in diesen Array rein soll, mal einen Startindex. Das mache ich über den Hashcode. Also quasi an welcher Position im Array soll das Ding rein. Und der Target-Index, das ist dann tatsächlich meine Laufvariable. Das kann natürlich vorkommen, wenn der Array komplett voll ist, dass ich einmal von vorne bis hinten durchlaufe und das muss ich erkennen. Und das mache ich einfach über diese beiden Variablen hier. Genau, und dann kommt eben hier dieses Interlock Compare Exchange zum Einsatz. Ich möchte jetzt quasi beim Array an den Target-Index versuchen, diesen Entry reinzusetzen und ich glaube, dass da Null steht. So, und dieses Interlock Compare Exchange guckt dann quasi, steht da wirklich Null drin? Wenn ja, dann setze ich diesen Wert da rein und gebe auch natürlich Null zurück. Oder wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird der Wert nicht gesetzt und ich kriege Previous Entry hier irgendwas zurück, was nicht Null ist. Und dann gucke ich quasi hier, ist das nicht Null, erhöhe dann die Anzahl der Elemente, die in diesem Array sind und gebe noch dann eine Information zurück, dass der Add successful war und zwar an dieser Stelle hier. Genau. Und ansonsten würde ich sozusagen hier versuchen, also das wäre jetzt hier der Fall, dass quasi ein Element wiedergefunden wurde, das darf ja nicht dann einfach überschrieben werden, und ansonsten habe ich hier den Fall, dass ich quasi den Target-Index hier jetzt wieder um 1 erhöhe und dann das Ganze nochmal schaue. Also diese logfreien Algorithmen schauen eigentlich immer so aus, ich versuche was zu machen und wenn das nicht hinhaut, dann fange ich wieder von vorne an, aber beispielsweise an einer anderen Stelle oder mit anderen Daten. Das ist das Typische, was man bei logfreien Algorithmen immer wieder sieht, dass man versucht was zu machen, wenn es nicht funktioniert hat, dann versuche ich es eben mit einem neuen Datensatz oder an neuer Stelle, wie in diesem Fall. Genau. Ja, und dann schauen wir vielleicht nochmal in dieses Dictionary rein.
dass, also was das Schwierige am logfreien Programmieren natürlich auch ist, ist, ich kann nicht atomar diese Concurrent Arrays austauschen. Das heißt, wenn ein Array voll ist, muss ich ja irgendwann mal sagen, mein Dictionary soll wachsen. Das heißt, ich muss diese Arrays intern austauschen. Und das ist jetzt natürlich eine nicht atomare Operation. Das heißt, ich sage, ich habe hier jetzt einen neuen Array, der ist doppelt so groß wie der alte beispielsweise. Und dann fange ich an, nicht atomar Einträge rüber zu kopieren. Aber ich weiß nicht wirklich, wann ich fertig bin. Und je nachdem, wie gerade die Auslastung beim Dictionary ist, also wie viele Einträge werden gerade reingepumpt, kann das eben unterschiedliche Auswirkungen haben. Vielleicht können wir da nochmal kurz reinschauen. Das ist in diesem Try-at-internal drin. Also hier versuche ich, hier, wie vorhin gesagt, ich lese mir erstmal den Current Array in eine Variable rein und versuche auf dem Try-at aufzurufen. Und wenn das geklappt hat, gehen wir mal in diesen Fall rein, dass der Add successful ist, dann gucke ich im Prinzip, kann ich denn, wenn notwendig, beim Kopieren in einen möglichen neuen Array mithelfen. Also was man dann auch häufig machen muss bei diesen Multithreaded Log-Free Sachen, ist, dass man nicht, also Operationen, die eigentlich atomar sein sollten, es aber durch die Log-Freiheit nicht sein können, dass dann alle Threads bei dieser Operation mithelfen, um die möglichst schnell abzuschließen. Also man kann sich das im Prinzip vorstellen, ab einem gewissen Eintrag sagt, entscheidet das Dictionary, wir müssen jetzt einen neuen Array machen, weil der größer werden soll. Und dann versucht quasi ein Array das rüber zu kopieren. Aber je nachdem, wie die Aufrufe gerade gegen das Dictionary kommen, kann es ja sein, dass mehr Elemente reinkommen, als das Kopieren gerade vonstatten geht. Und dann müssen eben diese Elemente, die Einträge hinzufügen, oder diese Tasks, die Elemente hinzufügen, beim Kopieren mithelfen, um damit das irgendwann mal abgeschlossen ist und wir einen neuen Array haben, auf den wir dann vollständig zugreifen können. Genau. Also logfreies Programmieren ist echt, macht wenig Spaß. Jetzt kommen wir gleich noch zu meinen abschließenden Worten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das denn nun gut oder nicht? Wir haben hier drei Diagramme, wo ich jetzt jeweils Dictionaries habe, wo 10.000, 100.000 oder 500.000 Items drin sind. Und wir haben ganz links das Dictionary mit Log. Das heißt, wir benutzen das ganz normale Dictionary, aber zum Auslesen müssen wir ein Log drumherum machen, weil das von mehreren Threads aus geschieht. Dann haben wir das bräunliche, eigentlich orange, in der Mitte ist das Concurrent Dictionary. Das ist quasi die Implementierung, die .NET mitliefert und die intern auch Logs verwendet. Und ganz rechts in grau ist quasi die Variante, die sozusagen, also die ich implementiert habe, das logfreie Dictionary, das Array-basierend ist. Und man sieht schon, beim Lesen sind wir eigentlich gleich auf. Das liegt, also was man auch sieht, ist überhaupt erstmal, dass das normale Dictionary mit Log drumherum echt langsam ist im Vergleich zu den anderen beiden. Also wenn ihr Multithreading macht und ihr benutzt da Dictionaries intern irgendwie, zum Beispiel euer DI-Container, weil der ist im Prinzip bloß ein riesiges Dictionary, was von euren Typanfragen hin zu konkreten Objektgraphen mappt. Das macht ihr intern über Dictionaries zum Beispiel. Oder es ist, keine Ahnung, überall wird dieses Mapping an häufigen Stellen eingesetzt. Und wenn ihr das in einem Multithreaded-Kontext macht, dann solltet ihr euch überlegen, ob da nicht auch so ein Concurrent Dictionary eingesetzt wird, weil euch das die Zeit natürlich, oder zumindest das Lesen, sehr, sehr vereinfacht. Ganz anders schaut es beim Schreiben aus. Wenn wir schreiben, dann sehen wir, dass das normale Dictionary, und wir schreiben jetzt übrigens nur von einem Thread. Ich nehme mal an, dass das übliche Szenario ist, also bei mir ist es zumindest fast ausschließlich so, dass ich sage, ich habe hier ein Dictionary und das befülle ich initial mit Einträgen, ganz am Anfang üblicherweise von der Applikation, und dann wird hauptsächlich aus diesem Dictionary heraus gelesen und es kommen nur eher selten Einträge hinzu. Aber wenn wir jetzt hier quasi die Performance vergleichen mit einem normalen Dictionary beim Schreiben und dann mit dem Concurrent Dictionary und mit meiner Variante, dann sieht man schon, dass ich da noch einiges an Performance optimieren muss. Also anders ausgedrückt, mein Log-Free Dictionary ist nicht wirklich besser als das Concurrent Dictionary, was ihr eigentlich schon kennt. Vielleicht wird es irgendwann mal besser,
Vielleicht ist es auch in Szenarios interessant, wo man mal 64 Cores oder 128 Cores auf irgendeiner Servermaschine hat, weil da vielleicht das Locking dann noch eine ganz andere Auswirkung hat als jetzt auf 8 Cores. Aber keine Ahnung, wer von euch verwendet auf Arbeit 32 Cores oder mehr in seinen Servern? Und hoch? Wenn ja? Nein, ich auch nicht. Also dann ist quasi so ein lockfreies Dictionary für euch eigentlich eher uninteressant, wäre dann meine Auswertung von dem Ganzen. Benutzt das Concurrent Dictionary, das ist richtig gut implementiert und das hat übrigens auch lockfreies Lesen mit implementiert. Ich verstehe nicht ganz, wie sie es gemacht haben, weil beim Schreiben und vor allen Dingen, wenn das Ding quasi erweitert wird, ist wieder ein Lock mit drin, aber es kann lockfrei lesen und das macht es eigentlich richtig gut, dass, wenn ihr das einsetzen könnt. Okay, Lessons learned. Race Conditions finden. Das ist ein Spaß, wenn man seinen Algorithmus noch nicht ganz durchdacht hat und dann plötzlich auf Situationen stößt, ach, verdammt, wenn dieser Thread das macht und der andere Thread das, dann so, ah, verdammt, dann geht's nicht und deswegen fliegen meine Unit-Tests auseinander. Das ist wirklich hart. Und man kann ja keinen Debugger einsetzen. Das heißt, man versucht dann logfrei natürlich mitzulocken. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze in etwa ausschaut. Ich habe hier quasi einen Fehler gefunden in einem Unit-Test und ich habe dann definiert, das war Item mit der ID 35994. Und was man dann macht, ist, man benutzt ein Notepad 64-Bit, weil die Einträge, die du da, also das sind unglaublich viele Log-Einträge, ein paar hunderttausend, glaube ich, ja. Also, wenn ich das, ja, das müssen so 207.000 Einträge sein. Und dann versucht man sich quasi mit Steuerung F durch diese Logs durchzuhangeln, mit den entsprechenden IDs, um dann herauszufinden, was an der entsprechenden Stelle schiefgegangen ist. Und ja, also das waren ein paar sehr schöne Abende, als ich das gemacht habe. Aber der typische Heisenbug, wenn du den Debugger anschmeißt, kommt der Bug nicht mehr. Kann dir halt hier sehr einfach passieren. Aber wie hast du das gemacht? Also System Debug, Write-Line ist ja, ach so, wird ja gelockt. Genau, richtig. Das ist richtig. Das heißt, ich habe hier einen eigenen Data Race Logger implementiert. Ah, okay. Ich habe das jetzt quasi mit einem Compiler hier Precondition Symbol so rum. Ne? Compiler-Symbol oder irgendwie so. Ich habe es hier quasi standardmäßig nicht mit rein implementiert, aber man kann hier sozusagen Log aufrufen und jetzt, wo habe ich denn diesen Concurrent Logger? Hier habe ich ihn implementiert. Der initialisiert sich einfach ein riesiges Array an Strings und wenn eine neue Nachricht reinkommt, dann macht er auch bloß wieder ein Interlocked Increment auf den Current Index und schreibt diese Nachricht da rein, damit quasi dieses Logging A logfrei abläuft. Und B, dass das so schnell wie möglich vonstatten geht, damit ich den gleichen Fehlerstatus wiederherstellen kann, hoffentlich. Ja, weil Debug-Write-Line ist witzlos. Dann das geht gar nicht. Das darf niemand mehr. Genau. Dann sind alle Fehler weg auf einmal. Genau, ja, genau. Genau. Performance-Vorteil messen. Das ist ganz wichtig. Also bitte jetzt nicht auf die Hype-Train aufspringen. Oh, wir müssen alle logfrei programmieren. Wahrscheinlich wird es euch nichts bringen. Was ihr eher mitnehmen solltet von diesem Vortrag ist, bitte keine Threadpool-Threads blockieren. Das haben wir gesehen, ist nicht so gut. Wir haben gemerkt, dass wir Drittsysteme, also über die Prozessgrenze hinaus, vielleicht mit Async Await und asynchroner Programmierung ansprechen wollen. Das ist meistens gut. Lange Operationen innerhalb eines Log vermeiden, weil das legt die anderen Threads, die auch in das Log rein wollen, schlafen. Ist auch so ein Fall. Kommt jetzt aber ehrlich gesagt weniger vor im Programmieralltag. Ihr habt es auch gerade gesehen, es gibt gute Datenstrukturen, die .NET gleich mitliefert, die ihr auch so verwenden könnt. Genau. Das sind so eigentlich die drei Sachen, die ich euch mitgeben möchte. Das ist das Wichtigste, was ihr heute Abend mit nach Hause nehmen sollt. Solltet ihr es nicht eh schon wissen. Genau, was sind meine Quellen? Jeffrey Richter ist ein sauguter Mann, der kennt sich richtig gut mit Threading aus. Das ist auch einer der Menschen, der Async Await in C-Sharp mit umgesetzt hat. Das kommt ja ursprünglich aus F-Sharp und seine Ideen sind, also er war einer der Initiatoren, die Async Await mit in
.NET C# eingebracht haben. Der hat ein sehr gutes Video-Tutorial online, das ich euch nur empfehlen kann. Da sind viele Sachen auch dabei, die ich mir von ihm abgeleitet habe für meine Beispiele, die ich heute gezeigt habe. Und der Mann geht noch weiter in die Tiefe als ich heute. Und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Multithreading machen müsst, dass ihr euch da den Überblick holt. Joseph Al-Bahari, das ist der Mann, der LinkPad programmiert und veröffentlicht hat, hat auch ein Buch über Threading geschrieben in .NET, das man sich zu Gemüte führen kann. Das gibt es nämlich kostenlos auf seiner Homepage. Und das Beispiel, wo ich euch die Demo State Machine gezeigt habe, das habe ich von John Skeet. Der hat das in einem Pluralsight-Course gezeigt, wie die Demo State Machine im Hintergrund eigentlich ausschaut bei Async Await. Und Cliff Click ist der Mann, der dieses Log3 Dictionary oder Log3 Hashmap heißt es dort, in Java implementiert hat, obwohl von dem ich mir quasi die Grundidee für das eigene Log3 Dictionary geklaut habe. Genau. Jetzt bin ich endlich am Ende. Endlich hört der Typ auf, mal zu reden über diese unglaublich trockenen Themen. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr es bis jetzt ausgehalten habt. Und wenn ihr Fragen habt, gerne. Wenn ihr Lust auf ein Bierchen habt oder ein anderes lustiges Getränk, sage ich auch nicht nein. Und dann sage ich nochmal vielen Dank und entlasse euch in den Abend. Ja, hat denn jemand Fragen? Oder habe ich euch erschlagen? Es ist kein einfaches Thema. Aber bitte. Ich möchte noch ein paar Worte sagen über die Synchronisierung-Geschichte. Es ist so, wenn Threads in unterschiedliche Prozesse ausgeführt sind, es gibt Cache von erster Level und zweiter Level. Und das bedeutet, dass immer weiß-through gemacht werden muss. Und das ist 100 Mal so langsam aus dem Prozessor ausführen. Das heißt, konsequent auf einem Thread wird immer wesentlich schneller als zwischen Thread kommunizieren, wenn da gleiche Daten sind. Ja, also das haben wir ja auch am Beispiel vorhin gesehen. Was genau, das wird nie schneller funktionieren, also ausgeschlossen, egal was. Gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen ist auch Messen wichtig. Weil man denkt jetzt, keine Logs mehr, ist ja sau viel schneller als mit Log, aber es kann vielleicht auch einfach mal sinnvoller sein, auf einen Thread irgendwas zu machen, weil das insgesamt doch am schnellsten ist. Aber ja, vollkommen richtig. Gibt es sonst noch Fragen? Bitte. Empfehlungen für coole Tools. Benchmark.net. Mit Benchmark.net, das ist von einem Russen, glaube ich, programmiert. Mir fällt leider gerade sein Name nicht ein. Ich glaube, er heißt Alexei mit Vornamen. Ein sehr gutes Tool, das standardisiert dir auswertet, wie schnell dein Code ist. Ist auch erst in Version 0.10 erschienen. Ich habe das über John Skeet mitbekommen, weil ich ihm folge. Und er hat bei diesem Benchmark.net auch mit programmiert. Und ich zeige das einfach vielleicht mal kurz. Ich habe hier, ich möchte jetzt hier den, das ist der Multithreaded. Habe ich das hier nicht? Das kann aber nicht sein. Okay, aber wir sehen jetzt hier den Single-Threaded-Add-Test im Beispiel jetzt mal. Das ist eine ganz normale Klasse und dann habe ich auf dieser Klasse bestimmte Methoden, die sind mit Benchmark gekennzeichnet. Und in diesen Methoden führe ich halt den Code aus, indem ich wissen will, wie schnell der ist. Und dann gibt es noch eine Methode, die Setup heißt, die wird einmal aufgerufen pro einer sogenannten Iteration. Und eine Iteration besteht aus mehreren Aufrufen von diesen Benchmark-Methoden, üblicherweise 16. So, und er sorgt quasi dafür, dass dein Code getestet wird, wenn die Applikation idle ist, wenn eine gewisse Last drauf ist. Dann macht er eine automatische Auswertung mit statistischer Auswertung und schreibt er das alles in die Summary rein. Und das quasi in einem standardisierten Prozess, den man überall wiederverwenden kann. Ist ein super Tool, um endlich mal Performance zu vergleichen. Kann ich Deadlocks finden? Deadlocks finden. Es gibt gewisse Linter, die das können. Ich habe Chess ausprobiert. Ja. Von Microsoft, war damit leider nicht sehr zufrieden. Also es findet Deadlocks, teilweise aber auch
falsch-positive, also anders ausgedrückt, quasi Deadlocks, die eigentlich keine sind, aber sie werden als oder Race Conditions allgemeiner gekennzeichnet. Das Tooling dazu ist sehr unausgereift. Also das war ja ursprünglich mal ein Forschungsprojekt bei Microsoft, die eben genau darauf abgezielt haben, wir finden deine Deadlocks und deine Race Conditions und leider nicht wirklich nutzbar, glaube ich, im professionellen Einsatz. Vielleicht mal so als Hobby-Teil, aber das müsste weiterentwickelt werden. Was ich persönlich total vermisst habe, ist, dass ich auf Threads einen größeren Einfluss haben kann. Also, dass ich quasi in Unit-Tests nachstellen kann, dieser Thread operiert jetzt so und wird da unterbrochen und der andere Thread läuft dann so weit, dass ich quasi mir diese Race Conditions selber zusammenstellen kann, so wie das Chess zum Beispiel automatisch macht. Aber man hat einfach keinen Zugriff auf diese Low-Level Thread API, dass man sagen kann, naja, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt prinzipiell möglich wäre, dass man sagt, bis zu diesem Statement läuft der Thread und dann wird er preempted und der nächste Thread kommt dran. Aber das hätte ich mir eigentlich gewünscht, wenn gerade um diese Data Races zu finden. Dass ich quasi explizit diese Situation nachstellen kann und dann auch Regressionen habe und so. Aber Benchmark.net für Performance-Tests, auch über Multithreading hinweg, kein Problem. Ja, das ist ein super Tool. Und für ja, Chess kann man mal ausprobieren. Ja, ich glaube, das funktioniert auch mit neuesten .NET-Framework gar nicht. Ich hatte zumindest Probleme, dass ich die .NET 4 Synchronisierungsprimitiven einsetze. Also dass ich hier Parallel for Each ging, glaube ich, noch. Aber was war noch mit .NET 4 gekommen? Was habe ich? Tasks. Wenn ich Tasks einsetze, hat er eine Exception geworfen. Dann musste ich quasi auf Threads umsteigen. Ging auch, aber es war nicht komfortabel. Und es hat eben auch Falsch-Positive gegeben. Das war für mich das K.O.-Kriterium. Weil dann saß ich stundenlang davor, wieso geht das denn? Also das muss doch funktionieren, das ist doch kein Fehler. Und ich habe dann noch mit jemand anders drüber geredet, der noch viel tiefer in dem Thema drin steckt. Der hat gesagt, das ist kein Fehler. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ich analysiere den Quellcode, dann kann ich sowas rausfinden. Oder man macht einfach irgendwelche Hooks rein und das speichert in irgendwelchen Tabellen, wo es gerade passiert. Das Problem ist, auf einer Produktivmaschine ist ein bisschen blöd, ist langsam. Ja, also es gab auch mal von Rhino, also die Rhino-Mocks gemacht haben, die hatten auch so ein Data Race Finder, aber den haben sie mittlerweile wieder eingestellt. Also das Thema ist anscheinend auch nicht so easy. Leider. Aber also man muss wahrscheinlich richtig viel Zeit rein investieren, damit man da was Sinnvolles bekommt. Mhm. Sonst noch Fragen? Vielen Dank. Gerne. Weiß nicht, ob du.